Baywatch Berlin wird euch präsentiert von O2. Sehr gutes Netz zum sehr guten Preis. Baywatch Berlin. Jetzt haben wir aber auch lang genug gewartet. Jetzt ist das ja schon, also wenn man 3 Wochen Pause macht, ist man ja praktisch 4 Wochen nicht da. Jetzt sind wir aber wieder zurück, Baywatch Berlin. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im neuen Jahr. Und nach dieser kleinen erstmaligen Pause, die wir überhaupt jemals gemacht haben mit Baywatch Berlin, möchte ich nochmal sagen, was wir eigentlich tun. Es ist ein Podcast, den wir einmal die Woche machen. Ich bin Klaas Häufer-Umlauf, Freunde nennen mich Klaus. Und meine 2 Freunde sind Jakob und Thomas. Wir sind nicht nur befreundet, sondern seit vielen, vielen Jahrzehnten sind wir Arbeitskollegen und wir wollen uns diese Stunde hier nehmen, um mal gemeinsam die Woche, die Tage, Gefühle zu reflektieren, für die man sonst im stressigen Fernsehalltag oder überhaupt im Alltag keine Zeit oder auch keinen Bock teilweise drauf hat, darüber zu reden. Dafür gibt es jetzt diesen Podcast und da kann man zuhören, weil das ist der einzige Grund, warum wir uns überhaupt disziplinieren, das dann wirklich durchzuziehen, dass man dem Ganzen so eine Art Rahmen gibt, der dann auch notwendig macht, dass man das wirklich macht. Wir sind heute allerdings nicht, das will ich direkt sagen, zu dritt da, sondern ihr zwei sitzt im Büro. Ich bin woanders, ich mache gerade Impfurlaub in Dubai. Oh, auch schön, und, ja, sehr gut. Ja, ich habe jetzt hier, also das dauert insgesamt 4 Wochen. Man kriegt am Anfang direkt den scherzhaft sagen wir hier, den Peaks. Ja? Mhm. Und dann hat man 4 Wochen Zeit, kann hier also dann sich hier so ganz normal Urlaub machen. Und dann kriegt man noch einen Peaks und dann ist man praktisch doppelt dann mit doppelter Ladung geimpft und dann kann man wieder nach Hause. Und ja, das mache ich jetzt einfach, weil ich denke, es ist ja auch wichtig, dass man also die Immunität schnell herstellt. Und wenn man da irgendwie einen Zugriff hat über Leute, die man kennt, warum denn nicht? Ja. Finde ich, ist ja nichts ist dabei. Ist das auch gar nichts dabei? Ist das auf dem Boot, der Peaks? Genau, das ist auf dem Boot. Das ist so ein richtig tolles Boot ist es hier, genau, und da ist man dann die ganze Zeit, damit man auch nicht so viel dann mit anderen Leuten dann da in Kontakt kommt und so weiter. Haben schon Delfine gesehen, ist ganz toll. Und ist es dann auch so, dass du einfach auch, weil du Geld hast, dann leichter rankommst, einfach auch in Dubai, also dass man einfach, genau, ne, ja, weil man sich praktisch kauft einfach, die Impfung. Ja, genau, das super. Kostet, kannst ja sagen, kostet 50.000 Euro. Ja. Und dann kriegt man praktisch den Peaks halt schneller als jetzt. Also ist ja klar, dass also zum Beispiel also Risikogruppen oder auch ältere Leute, die kriegen das ja umsonst, also ne, vom Staat. Mhm. Gut, die warten jetzt, bis das da ist. Aber wenn man jetzt so helfen kann, ich helfe damit ja praktisch auch. Also ich schütze damit ja auch, indem ich mich zum Beispiel schon mal rausnehme aus dem ganzen Chaos. Ne, da mache ich auch die Schlange kürzer, wenn man so will. Du bist ein Menschenfreund. Ja, sicher, klar. Ich habe auch selber sehr viel investiert dafür. Und hier sind also, ich habe ganz viele Leute schon gesehen, hier der Robert Geis ist hier. Ach, toll. Ja, der hat auch schon direkt geimpft. Ja. Und ganz viele Fußballer, ach. Ja, Prinz Markus nehme ich an, ne? Alle sind ist hier. Im Moment da. Ja. Grüße bitte. Das stimmt. Der impft mit Eistee. Ja. Aber weil du ja gerade zu Beginn gesagt hast, Klaas, dass dieser Podcast dazu dient, dass man mal so die Befindlichkeiten austauschen kann, also da muss man ja fast um den Fortbestand des Podcasts jetzt fürchten, weil es gibt ja jetzt im Grunde keine Videokonferenz, kein Telefonat im beruflichen Kontext, was nicht damit anfängt, dass man sich erstmal anhören muss, wie es dem Gegenüber gerade geht und dass da gerade Lagerkoller ist und so. Also im Grunde gibt es gar nicht mehr die Berechtigung, diese Befindlichkeiten hier zu lassen. Man muss die wirklich in jedem Telefonat lassen. Jetzt begebe ich mich auf Glatteis, aber geht es euch auch so, dass ihr diese Frage stellt und während ihr sie stellt, schon nicht mehr zuhört? Ja, das geht mir auf jeden Fall so. Ja, ne? Ja klar. Man hört sich selber ja auch nicht mehr zu. Ja. Was ich sage auch immer dieselben Sätze, diese Monotonie, Lagerkoller, nicht auszuhalten. Aber Klaas hat ja jetzt gleich hier angefangen wie die Feuerwehr. Ne? Ja. Also man merkt richtig, da hat sich was aufgestaut. Ja. So. Ja, hast du auch sehr schön schlimm, gesagt, Alter. Und ich merke so, dass uns diese Pause dann doch gut getan hat, weil ich fand das alles, ich bin so richtig, so gut gelaunt und irgendwie, man sitzt hier und man freut sich richtig. Ich war in den letzten 4 Wochen der sinnloseste Mensch der Welt. Ich hatte keine Aufgaben mehr so richtig. Also was das Ganze die Woche prägt, dass man Dienstag oder Mittwoch, je nachdem wann wir aufzeichnen, hier hinfährt, eine Stunde sappelt, das hat meinen ganzen Alltag irgendwie aufgeräumt. Und das war weg. Aber musst du nicht auch wieder arbeiten? Also ist Ach das nicht ja, auch ein Lebenssinn? Arbeit, Paarbeit. Also da mal ganz langsam rein. Ich habe letztens gemerkt, wenn man wirklich viel Zeit hat, ging mir auch so,
Wobei man sich dann so erwischt, ne, gerade also was man so googelt zum Beispiel. Und ich habe dann wirklich mittendrin, also da war ich schon praktisch schon 10 Minuten dabei, habe ich gemerkt, dass ich Altersresidenzen gegoogelt habe. Hm? Ich habe, ja, auch nicht, ich habe irgendwie so im Kopf gehabt, ob es wohl auch schöne Altersresidenzen gibt, irgendwie so. So, da war ich schon gedanklich, also weil ich einfach viel Zeit hatte zum Nachdenken und ich bin dann da so hingegangen und ich habe dann, ohne mir selber nochmal die Frage zu stellen, was das denn jetzt soll und warum ich das jetzt mache, habe ich dann gesehen, wie ich so luxuriöse Seniorenheime gegoogelt habe und währenddessen auch so dachte, boah, schade, dass ich noch nicht 80 bin. Na, ich wollte gerade fragen, ab wann darf man sich denn da anmelden? Also haben die denn so ein Mindestalter? Also finde ich auch wie diskriminierend. Das weiß ich nicht genau, ob man da wirklich auch so alt sein muss. Ich meine, das bringt ja den älteren Leuten jetzt auch nichts, wenn da jetzt nur so junge Typen da drin sind, die da Lärm machen und dann am Ende, aber ich würde ja keinen Lärm machen. Ich wäre der Einzige und vorausgesagt, also müssen wir vielleicht nochmal, es gibt wirklich richtig schöne, also da ist in natürlich, Dubai, ne, meinst das du, ist, auf ja, der so Palme in der Art, da im Wasser. Ne? Ja, ja, exakt, genau, also es gibt schon schöne, nee, auch in Berlin und so und dann, es gibt so richtige, das ist so wie so betreutes Udo Lindenberg-Leben eigentlich. Also es ist im Prinzip wie im Hotel, nur dass, wenn du ins Bett machst, kommt einer und macht's weg. Und das ist dein Traum für 21. Ja, aber es ist irgendwie, also ich meine, die haben natürlich auch, die wissen ja, wie man da die Fotos auswählen muss und wie man die Texte schreibt. Da gibt es zum Beispiel auch einen Erfahrungsbericht dann von Leuten, die da wohnen. Und wenn man das so durchliest, denkt man so, oh, das ist aber schön, da möchte ich auch wohnen. Was sagen die also denn so? Na, das, die sagen halt, dass das halt schön ist da. Und das ist alles in so einem tollen Licht natürlich auf diesen Fotos. Ne? Ich weiß, dass das da jetzt nicht jeden Tag so aussieht, aber ich habe so richtig mich da hineingeträumt in die Langsamkeit, in die Verantwortungslosigkeit auch des Alters. Irgendwann mit 80, da, wenn man es richtig macht, trägt man ja keine Verantwortung mehr. Ja, das stimmt. Und dieses einfach da zu sein, zu gucken und so von Mahlzeit zu leben, das strahlt irgendwie was aus, was ich toll finde. Ich glaube, wenn ich Senior bin, höre ich als erstes auf, unabhängig von dem Krankheitsbild, mir Sachen zu merken. Also ich höre absichtlich auf, mir Sachen zu merken, weil das meiste, was einen doch so im Alltag belastet, ist so, dass man sagt, ich muss noch dies, wie hieß der nochmal und was wollte ich hier eigentlich nochmal? Und wenn man diese Bürde des sich überhaupt Dinge Merkens von sich streift, wie ein zu schwere Bettdecke, dann kann doch eigentlich das Altern beginnen. Wenn man sagt, so, wie heißen Sie nochmal, ist auch egal, was will ich hier. Ich freue mich auf den Tag, in dem man ein Hörgerät hat und einfach das abschalten kann. Mal leise drehen. Ja. Oh. Alles toll, so wie bei 000. Ja. Der einfach sagt, komm, das muss ich mir jetzt nicht geben hier. Klick, klack. Ende aus. Ich hab stimmt, so viel, das wäre was für dich. Du würdest das auch machen. Ich würde das auch machen, 100%. Ich hab so viel Fernsehen geguckt jetzt in dieser podcastfreien Zeit. Und da habe ich sowas Ähnliches wie eine Gewissensfrage an euch. Die Baywatch Berlin Gewissensfrage. Also, was ja im Moment bei Netflix und Amazon und auf allen Streaming-Plattformen. Join, der, natürlich. Join. Vor allem auf Join. Ganz toll. Join, ja. Super. Der heiße Scheiß ist, ne? Es sind ja so True-Crime-Sachen. Ja. Making a Murderer und alles, was danach noch kommt. Also gibt's 1 Million, Ted Bundy und. Und ich hab dann angefangen, also es gibt ja dann auch, nachdem so die Klassiker durch sind, ne? Also wie gesagt, Ted Bundy und Konsorten, dann guckt man auch so exotischere und dann findet man Sachen, von denen man vielleicht vorher noch nicht gehört hat. Und ich habe dann angefangen, bevor ich die erste Folge angemacht habe, zu googeln, wie viele Morde der begangen hat, ob sich die ganze Nummer rentiert. So, und da habe ich mir gedacht, nee, komm, mit 2 Morden und am Ende im Krankenhaus gestorben, so, die Zeit ist mir zu schade. Ich brauche so ab 17 Morden schalte ich ein. Und jetzt die Gewissensfrage dahinter. Die würde jetzt ganz schwer zu beantworten sein. Ich bin gespannt, was du allein die Frage lässt schon tief blicken, Dilemma, ehrlich gesagt. Herr von Schirach, starten Sie los. Müssen wir vielleicht 2 Podcasts aufnehmen. Ja, ich glaube, genau. Einmal in die Richtung. Genau.
Ja. Die jetzt mitschreiben. Also könnt ihr euch die Gewissensfrage denken. Was für die Gesellschaft. Nee, formulier ja, die, ruhig die mal. Die Frage ist, ja, nee, sag die Frage ruhig ja. mal, weil ich finde die Frage und auch wie du es jetzt formulierst, also praktisch welche Worte du jetzt findest für das, was du eigentlich ja. sagen willst, dass, liebe Zuhörer, jetzt alle vielleicht, die so ein bisschen auch ja, interessiert sind an so, an zwischen den Zeilen lesen. Ja. Jetzt ist die große Stunde vom Thomas Schmidt, dass er mehr über sich verrät, als er eigentlich geplant ja. hatte. Also hören Sie ruhig mal zu. Ja, der, wer interessiert an Shitstorms ist. Sollen wir noch eine Musik dazu anmachen, Schmidt? Witzig dazu, ja, das war so ein bisschen, also dass die ganze Brisanz jetzt auch mal zutage kommt. Um Gottes Willen. Ja, du, was nimmt man da für eine Musik? Das ist was Brisantes, weil du stellst jetzt eine moralische Frage, Schmidt. Okay. Es geht um die Grundsätze der Ethik. Mhm. Was macht den Mensch zum Menschen? Ah ja, das passt gut. Passt sehr gut, ja, sieht man schon. Du für ein roher Geist bist. Meine Frage an euch, ja. die Gewissensfrage. Also man könnte fragen... Lass die Hose an, Schmidt, jetzt reicht's. Konzentrier dich. Ab wie vielen Morden ist eine Serie interessant genug, dass man sie guckt? Nein, die Frage ist natürlich, ist es okay, dass man sich an dem Leid anderer ergötzt? Weil aktuell, und das ist ja jetzt keine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist wirklich der heiße Scheiß auf all den modernen Streaming-Plattformen, sind True-Crime-Sachen. Ja. Und man guckt sich die Morde von damals an und denkt sich, Mann, spannend. Und oh, noch eine Wendung. Mann, das ist ja geil. Und oh, jetzt entkommt der wieder. Das ist ja unfassbar. Die kommen, ne? Und so ist das moralisch verwerflich, solche Serien, Dokus zu gucken. Es ist eigentlich total interessant, was du sagst. Aber kannst du mal das Gedödel da ausmachen? Häufer Umlauf, danke. Ihr Urteil. Naja, ich finde, also, dass man sich an Mord und Totschlag irgendwie erfreuen kann, das ist ja nur nichts Neues. Also, das gibt es das ja jeden aber, Sonntag das hätte ich im mich Tatort. Aber auch eine steile These. Ja. Wie kann man ja, sich wieso? Denn an Mord und Totschlag... Ja, wieso? Naja, Moment. Ja, ich weiß, ich bin auch noch nicht fertig. Müssen wir ja nicht sofort immer da reinreden. Wir haben nur Angst, dass wir gecancelt also gesagt, werden. Dass man grundsätzlich ja, sich erfreut an spannenden Sachen, die natürlich immer mit der größtmöglichen Bedrohung einhergehen, nämlich, dass dann einer den anderen dann totschießt oder sonst was mit dem macht. Das kreiert Angst, da kann man sich hineinversetzen und irgendwie guckt man sich das natürlich gerne an, wenn man selbst nicht der Totgeschossene ist. Ist ja auch irgendwie menschlich, dass man sich denkt, na gut, habe ich damit nichts zu tun. Jetzt, und da fängt tatsächlich so ein bisschen das Moralische an, aber auch überhaupt, also das geht ja viel tiefer, dann geht es ja auch wieder darum, ist es nun ein Kriegsfilm, ist es ein Antikriegsfilm und so, aber eigentlich zeigt man ja die ganze Zeit dann irgendwelche Momente, die einen dann auf eine gewisse Art natürlich auch unterhalten in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden und da muss ich sagen, es ist schwierig zu beantworten, weil es nun mal die Wahrheit ist und weil es natürlich eigentlich unter dramaturgischen Gesichtspunkten aufgearbeitet wird und es jetzt nicht nur darum geht, mal zu zeigen, zu was für schlimmen Taten der Mensch in der Lage ist und dadurch sich die Gesellschaft verbessern soll, weil wir alle daraus lernen, indem wir uns das angucken und für unser eigenes Leben da Schlüsse draus ziehen. Das ist ja nun, also wenn überhaupt, eine vorgehaltene Behauptung. Ich glaube aber schon, wenn man sich solche True-Crime-Geschichten anschaut, also nehmen wir mal Ted Bundy als Beispiel, ich glaube, der ist einer der Mörder mit den meisten Toten, ne? Oder? Nö, der war so Mittelfeld, aber der war so der Gentleman-Mörder. Der, ja. der hat auch sich dann vor Gericht selbst verteidigt, ja. sah mega gut aus. Ja, war schillernder so, Typ. Als würde George Clooney auf einmal ein bisschen schlechten Tag haben. Aber wenn ich mir jetzt den so vor Augen halte und das, was ich so gedacht habe, als ich mir die Doku angeschaut habe, da muss ich schon sagen, was das Hauptinteresse war, immer wieder zu ergründen, was treibt einen Menschen zu so einem Tabubruch wie Mord. Ja. Also ich würde sagen, das ist fast die Hauptattraktion in Anführungsstrichen. Das, was mich am meisten auch immer in Gedanken umtreibt, wenn ich sowas gucke. Aber trotzdem glaube ich auch, dass Klaas recht hat, es gibt eine Faszination am Tod und am Mord und eben an diesem Tabubruch, die einen grundsätzlich für sowas interessiert. Ich habe jetzt neulich den Podcast gehört von zwei Journalistinnen, die haben versucht, dem Fall Rebecca Reusch nachzugehen, von dem jungen Mädchen, was hier, glaube ich, vor insgesamt einem Jahr oder fast zwei Jahren jetzt schon verschwunden ist in Berlin. Der Schwager stand im Verdacht und da ist mir eines aufgefallen, was zu der Thematik passt, nämlich die Journalistin sagt an einer Stelle, erinnert sie die Hörer richtig daran, dass hier auch Menschen
beteiligt sind, für die das schmerzhaft ist, dass die Schwester weg ist, dass man nochmal zurücktreten soll, auch während man das hört und sich das nochmal vergegenwärtigen soll. Mhm. Und die hat da bewusst in diesem Podcast, das fand ich ganz klug, so einen Bruch eingebaut, weil es ja irrsinnig viele Crime-Podcasts gibt, die im Grunde wirklich nur versuchen, die geilste Geschichte zu erzählen. Das fand ich irgendwie auch ganz gut und das hat mich richtig unangenehm berührt. Da habe ich mich dann schlecht gefühlt beim Weiterhören. Naja, und es gibt ja manchmal auch eine, auch gerade so in der Fiktion, was dann irgendwie auf wahren Tatsachen basiert, aber jetzt natürlich dann, das ist ja auch mal so eine Sache, das basiert auf wahren Tatsachen, wird aber für das, was man daraus macht, dann nochmal so ein bisschen zurechtgerückt, bisschen dramatisiert oder ein bisschen eingängiger erzählt oder all diese Dinge. Muss man sich auch überlegen, ist das dann notwendig? Und es gibt da ja auch mehrere verschiedene Sachen, die gleichzeitig zu sehen sind. Also was man oft hat, dass man auch als Zuschauer ins moralische Dilemma kommt, ist, wenn man eigentlich einer Hauptfigur folgt und dann merkt, die macht eigentlich unmoralische Dinge, aber eigentlich muss ich ihr folgen als Held dieser Serie. Und jetzt wird sie so ein bisschen zweischneidig. Das gibt es immer bei so eigentlich nachvollziehbaren Charakteren, die dann aber Dinge tun, die im Prinzip total aus der Art schlagen. Tony Soprano ist so einer. Den verfolgt man natürlich als Zuschauer über all die Staffeln. Man kennt seine Familie, man weiß, was los ist. Sehr gut geschrieben, aber dann macht er Dinge, die natürlich vollkommen also wenn man einfach nur die Tat hören würde, ohne zu wissen, wer dahinter ist, würde man das viel mehr verurteilen, als wenn man praktisch schon ihm so in einer gewissen Sympathie folgt. Und das finde ich auch ein Problem, wenn man dann so, keine Ahnung, so schillernde Figuren, die dann in Narcos dargestellt werden, die es alle auch in echt gab und so. Und die werden eigentlich ikonisiert. Und dann gibt es wieder so Gegen Serien, die so ein bisschen realistischer sind, mir fällt da Gomorra ein oder jetzt auch das eben schon erwähnte 000, wo tatsächlich so ein bisschen mehr, naja, das reelle, grausame Bild abgebildet wird und man eigentlich zu keinem Zeitpunkt denkt, dass irgendeiner besser ist, als man ihn finden sollte für das, was er getan hat. Naja, es ist ja diese Verkultung von Killern, also selbst bei Sachen wie Pulp Fiction, ne, das sind die coolen Dudes, die halt irgendwie immer einen lockeren Spruch so auf den Lippen haben. Es wird relativ beiläufig gemordet und danach wieder ein One-Liner abgefeuert, so ungefähr. Und das ist ja so fast schon der Kern von vielen Kinofiguren. Und da gibt es halt einen Film, der komplett damit abrechnet und den möchte ich jedem mit starkem Magen ans Herz legen. Das ist Funny Games von Haneke, der das wirklich richtig zerstört. Also kommen zwei Psychopathen zu einer Familie und ohne erkennbaren Grund fangen sie an, die Familie zu quälen. Und am Anfang funktionieren sie exakt so wie jede Filmfigur mit witzigen Sprüchen drauf. Und das Leid der Familie ist aber komplett realistisch dargestellt. Und es wird immer unerträglicher, diesen Film zu gucken. Also das ist ein Film, den schaut man genau einmal und dann wahrscheinlich nie wieder, weil er kaum zu ertragen ist. Und es wird einem danach richtig schlecht, wenn man, also ich glaube, wenn man Funny Games guckt und schaltet danach zu Pulp Fiction, dann rafft man ungefähr, wo irgendwie die Fallhöhe da ist. Aber Achtung, es gibt zwei Varianten, ne, von Funny Games. Welche empfiehlst du? Die österreichische, das Original wie immer. Ist aber, ich glaube, die amerikanische Version wurde auch von Haneke gemacht, danach nochmal. Ne? Wirklich Einstellung für Einstellung irgendwie nachgedreht. Aber das gilt ja nicht nur für den Film, sondern eigentlich für alle Filme, die er macht. Also was ich auch so, ich finde, in der Fiktion hat das dann schon Berechtigung, dass du also auch das so zum Teil von Unterhaltung machst, wenn es so designt ist und schnell geschnitten. Das ist ja dann kein großer Unterschied mehr bei bestimmten Filmen zu irgendwelchen Superheldenfilmen, in denen das ja auch ständig passiert und so. Aber bei Haneke, auch in anderen Filmen, muss ja gar nicht immer so viel passieren. Da passiert ja das Grausamste überhaupt. Sondern man hat dort die Möglichkeit, das zu fühlen, was man fühlen würde, wenn man im echten Leben 5 Meter daneben steht. Ja. Und dann merkt man auch an sich selber, dass diese vermeintliche Stumpfheit, die man so hat, indem man sich irgendwelche Filme anguckt und nichts dabei spürt, eigentlich gar nicht da ist. Sondern diese Stumpfheit hat man nur bei Sachen, die ebenfalls stumpf dargestellt sind. Wenn es so in die Realität kommt, und das ist eben dann bei ihm auch große Filmkunst, dann löst es auch genau das private Gefühl aus, was man hätte, wenn man es jetzt als Zeuge irgendwo miterleben würde. Und das ist natürlich eigentlich die große Kunst, dich so sehr mit dem Film und der Handlung und den Figuren zu verbinden, dass du wirklich empathisch bist mit dem, was da passiert. Und das schafft auch nicht jeder stumpfe Quatschfilm, in dem mal irgendwo einer erschossen wird. Nee, es ist ja auch nichts verwerflich im Grunde, also das darf man ja auch nicht falsch verstehen. Wenn bei James Bond die Bösen fallen wie die Fliegen, da muss man jetzt ja sich auch nicht immer hinterfragen, ob man das gucken darf. Ne? Also die fallen da vom Gerüst
und gut ist. Wie können wir denn jetzt den ZuhörerInnen noch ein abschließendes Urteil mitgeben? Also die hören das jetzt, haben jetzt verschiedene Abwägungen gehört und jetzt fehlt mir noch so ein bisschen das Gesamturteil. Also können die jetzt nach Baywatch Berlin direkt zur Zeit Verbrechen gehen, ja, oder bei Netflix sich nochmal an Ted Bundy ergötzen? Also mein Urteil wäre, dass Edmund Kemper, ein Serienkiller, kann man auch bestaunen, ich glaube, ja, auf Netflix, der war eine ganz kranke Sau. Und deswegen kannst du nicht empfehlen, dass man sich das anschaut, aus moralischen Gründen. Was ist denn das jetzt für ein Urteil? War das kein Endfazit? Das ist kein Urteil, Schmidt. Also ich habe noch nie gehört, dass Richter Alexander Holt gesagt hat, also Sie, meine Freunde, sind echt richtig perverses Schwein. Alles Gute, Mahlzeit, Mittagspause. Das ist kein Urteil, Schmidt. Ja, ich Glaube, man muss sich selbst, ich glaube, vielleicht kann man so sagen, wenn man mit einem gewissen Grundbewusstsein und sobald man sich diese Frage schon mal stellt, die du heute hier formuliert hast, wenn man mit dieser Frage im Kopf sich selber auch als Zuschauer, während man sowas macht, auch hin und wieder mal überprüft, warum man das eigentlich guckt und tatsächlich so ein bisschen was daraus ableitet oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das dann okay. Okay, bin ich pervers? Ja, okay, weiter geht's. Nein, aber denn, du musst darüber nachdenken. Bin ich im Straßenverkehr tugendhaft? Nö, eigentlich nicht. 200 durch die Ortschaft. Na, ich glaube, man muss sich bei den ganzen True Crime Dokus, so gerade die jetzt so rüberschwappen, die sind ja relativ, oft auch relativ schlicht gemacht. Ja. Das heißt, die funktionieren genau wie ein Hollywood-Film. Also da ist egal, ob es Hannibal Lecter ist, der irgendwie mordet, oder jemand, der das tatsächlich gemacht hat, wie Ted Bundy. Es wird da die düsterste Musik drunter geschmiert. Die Schnitte sind irgendwie, als kämen sie gerade von Guy Ritchie. Und es wird also mit den Mitteln des klassischen Hollywood-Films so gearbeitet. Und das sollte man sich nur vergegenwärtigen, dass hinter dieser Spannung, die man da gerade genießt, auch echte Opfer und echte Tragödien stecken. Das stimmt. Also ich finde, damit man auch so ein bisschen diese künstlich erzeugte Dramatik da mal rausnimmt, ja, um vielleicht ein bisschen näher ranzukommen, habe ich ein gutes Mittel. Ich habe letztens eine ziemlich ernste Doku darüber gesehen, über auch so internationalen Drogenhandel und so weiter. Und da hat aber die ganze Zeit aus Rotterdam ein Holländer berichtet, was da alles genau passiert ist. Und das hat das Ganze dann doch so in der süß, Dramatik, ja, ein bisschen abgeschwächt. Das war süß, ja. Die Mexikaner, die haben da mit den Kartells. Und die Kartells, die haben 2500 Kilogramm Pistol. Und die Kartells, sind hier überall, wo sie nur hingucken. Aber das ist doch mal ein gutes Urteil. Das ist ein kleines Kartellchen. Ja? Also das öfter mal. Ein bisschen auf, wie irgendwas, was man in den Tee reintut. Öfter mal auf Holländisch stellen, auf Niederländisch. Da kann man auch so FSK 18 Filme, und da muss man die nicht verstümmeln, ja, indem man 20 Minuten rausschneidet. Man synchronisiert die und dann hat man eine Tonstur auf Holländisch. Ich schieße dir ein bisschen Blei zwischen die Augen. Ja. Oder auf Schweizerdeutsch. Das kann ich leider nicht nachmachen. So würde es funktionieren, ja. Werbung. Jetzt reden wir mal über unseren Staffelpartner und das ist O2. Da freuen wir uns drüber. Die werden uns jetzt hier eine Zeit lang begleiten und wir finden das sehr schön, denn es gibt einige tolle Dinge, über die man ja sprechen sollte. Und sollte meine ich jetzt nun gar nicht im Sinne eines Vertrages, den wir da haben, sondern sollte im Sinne von, das sind ja gute Sachen, über die man da reden kann. Absolut. Die haben ja zum Beispiel, gibt es da Handyverträge, ist ja ganz klar, ne? Was sollen die sonst verkaufen? Manchmal ist es aber ärgerlich, dass man zum Beispiel alles in einem kauft, also so einen Handyvertrag hat und dann gibt es direkt auch das Handy mit dazu, aber irgendwie bleibt das dann so und man zahlt eigentlich immer dasselbe. Es wäre doch viel logischer, haben sich die Leute gedacht bei O2, wenn es zum Beispiel etwas geben könnte, sie nennen es hier Tag Nix, an dem man praktisch einen anderen Tarif bezahlt, weil man das Handy, was in diesem Paket mit drin ist, schon abbezahlt hat. Ja? Das heißt also, irgendwann ist das Handy praktisch das Eigentum und dann bezahlt man nur noch den Tarif, den man dann sich ausgesucht hat, weiter. Und das ist ja eigentlich viel fairer, als wenn das immer dasselbe kostet, obwohl das Handy ja älter wird und an Wert verliert. Also, da gibt es jetzt bei O2 den Tag Nix. Das heißt, das ist der Tag, ab dem man dann wirklich nur noch für den Tarif bezahlt und das Handy einem einfach ganz normal gehört. Das ist natürlich ausgestattet mit einem sehr guten Netz. Das ist nämlich das, was am meisten nervt. Man hat ein Handy, man hat einen Tarif, aber man kann nicht telefonieren, weil man irgendwo da steht. Man ärgert sich, wie so ein kleiner Christian Lindner, ärgert man sich darüber, dass irgendwelche Telefonanbieter offenbar es nicht für nötig gehalten haben, hier das Netz auszubauen, aber nicht O2. Damit steht man in der hinterletzten Ecke und hat Empfang. So ist das, Klausi. Also man hat hier wirklich einfach die Auswahl. Will man unbedingt ein neues Handy, dann
zahlt man das Handy so lange ab, wie man das abzahlen muss und ab dann wird es günstiger. Oder man sagt, ich habe doch eigentlich noch ein tolles Handy. Dann kann man direkt mit einem sehr günstigen Vertrag bei O2 starten. Das ist wirklich ein Beispiel aus der Praxis. Denn ich weiß noch, ich bin auch so ein Spezi, ich schließe dann einen Handyvertrag ab, kriege dafür ein iPhone 3 und freue mich da. Und dann vergesse ich mich wieder irgendwie den Vertrag zu kündigen und auf einmal bin ich im fünften Jahr mit meinem Handyvertrag und zahle immer noch auf das iPhone 3. Jeden Monat meine Rate ab. Und das passiert dir nicht mit dem O2 Nix-Tarif. Also lebensnäher kann man das ja gar nicht beschreiben. Das ist eine tolle Sache. Guckt doch mal O2 Tag Nix und dann könnt ihr euch da natürlich informieren. Da gibt es noch ganz viele kleine Dinge, die ihr euch selber dann nochmal individuell zusammenbauen könnt, wie lang der Vertrag gehen soll und so weiter und so fort. Guckt euch das an, ist ein faires Angebot und O2 hat ein sehr gutes Netz. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Werbung Ende! Aber wo wir hier gerade dabei sind, so eine Art Medien-Magna-Charta zu entwickeln, mit klaren Handlungsanweisungen, weiß nicht, wie es euch ging, die Meldung ist ein wenig älter, aber mich hat doch sehr erzürnt und auch irgendwie entsetzt zu lesen, dass ausgerechnet Jan Hofer, Mr. Tagesschau und mein großes Idol Kai Ebel in der neuen Staffel von Let's Dance tanzen. Und worauf Ich habe hier, steht in meinen Notizen, die ich mir vor ein paar Wochen gemacht habe, steht der Satz: Jan Hofer rauscht ab. Ja, und darauf will ich hinaus. Also ich fände es gut, wenn wir uns kurz ein bisschen Zeit nehmen und im Grunde auch hier wieder so eine Art Handlungsempfehlung. Aber Magna Carta trifft es ganz gut, wenn wir uns verständigen, dass gewisse Fernsehpersönlichkeitinnen, dass die nicht einfach so in bestimmte Formate nach ihrer eigentlichen Karriere gehen. Also wir haben ja schon überwunden, dass Gerd Schröder nach Bundeskanzler direkt zum Lobbyisten mutiert ist. Aber dass Jan Hofer nach 300 Jahren Tagesschau, der hat ja im Grunde die Tagesschau aus drei all die Tüten, Trümmern und Popeln zusammengelötet, dass der jetzt direkt dann ins Let's Dance Studio übergeht. Das ist für mich als Traditionalist des Fernsehens kaum zu ertragen. Ja, also vor allen Dingen ist das jetzt auch eine ganz gefährliche Phase. Der wirkt gerade, muss man sagen, wie ein Jugendlicher, der gerade zu Hause ausgezogen ist. Der jetzt einfach nur noch Scheiße macht, nur noch Ravioli aus der Dose frisst, zu Hause liegen die Socken überall, die dreckige Wäsche kommt in die Badewanne. Aber eine neue Lederjacke tragen. Neue Lederjacke, aber schön den Aschenbecher unter das Bett schieben, ne? So, und morgens in die alte Pizza von gestern treten. Ja. So ist ungefähr, stelle ich mir gerade das neue Leben nach der Tagesschau von Jan Hofer vor, weil wir müssen auf den richtig aufpassen. Deswegen habe ich es hier draufgeschrieben, in großen Buchstaben: Jan Hofer rauscht ab. Er ist jetzt mit einer letzten, ich sage mal im Tagesschau-Kontext, lockeren, frechen Geste entlassen worden. Nämlich er hat seine Krawatte gelöst. Ja. Das war so die letzte Haltung, weil er ja nun 400 Jahre Krawatte getragen hat. Und dann hat er die so ein bisschen gelöst. Und das war so eine kleine spitzbübische Aktion, die er sich dann im Rahmen... beim Papst angefragt, ob das okay wäre. Und er hat dann den Segen gegeben für die Geste. Er hat dann seinen Segen im wahrsten Sinne des Wortes gegeben. Und dann konnte er das machen, ja. Und dann ging es los, ja. In dem Moment, wo da die Tür ins Schloss fiel, wusste er, jetzt kann er machen, was er will. Also im Prinzip wie jemand, der sich von einer schweren Bürde nach vielen, vielen Jahren befreit hat. Normalerweise würde man in dem Alter sich ein Motorrad kaufen. Motorrad hat er, glaube ich, schon. Ja, hat er schon. Gibt es auch Bilder, glaube ich, von Jan Hofer in so einem Lederdress auf der Harley. Hat er an der Frucht der Versuchung genascht. Was ist denn die Frucht der Versuchung? Naja, der hat die Krawatte gelöst und dann hat er gemerkt... Oh. Alter, ich kann auch Rock'n'Roll. Ja. Und jetzt geht's richtig noch ab. Jetzt kommt jetzt geht's. Ja. Aber Wolf of Wall Street. Aber man muss jetzt aufpassen, weil vor allen Dingen, er hat nämlich nicht nur, also er ist jetzt bei Let's Dance mit dabei, ist schon eine schwere Pille. Jetzt kommen die natürlich ständig, weil die jetzt wissen, solange er noch so eine Restseriosität hinter sich herzieht, die ja nicht so schnell abzuschütteln ist nach so vielen Jahren Tagesschau, sind natürlich die ganzen Privatfernseh-Schrott-Typen total scharf drauf, ein bisschen was von dieser Seriosität ihren eigenen Drecksformaten überzustülpen. Haben wir ihn schon angefragt, wenn da einer willig ist, noch nicht. Ja, kommt dann. Aber wenn da einer willig ist, dann wird er natürlich hergenommen und dann muss der alles machen. Ne? Und dann haben die zu ihm gesagt, du Jan, der hat wahrscheinlich auch kein Management, sondern da ruft man wahrscheinlich direkt ihn an oder so. Ne? Das sind dann ja auch immer die Sachen, wo er dann da irgendwie seine Nummer rausgibt und praktisch seine Karriere jetzt auf WhatsApp regelt. Und dann
haben die ihn gefragt, ja du, die Katja Burkhardt, die ja eigentlich Punkt 12 moderiert, die macht ja auch mit bei Let's Dance und so weiter und da gibt es einen Beitrag, also wie sie da tanzt oder das übt. Und das wäre doch total witzig, lieber Jan, wenn du jetzt als Tagesschausprecher jetzt mal ganz überraschend für diesen einen Take im Studio stehst und den Beitrag überraschend über Katja Burkhardt bei Let's Dance, wo du ja auch mitmachst, anmoderierst in deiner unverwechselbaren Tagesschauart. Hm. Fändest du das nicht witzig? Und zack, sitzt er im Flugzeug, fliegt nach Köln und macht das. Frage und dann hat er das gemacht. Klaas, Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten. Lieber Klaas, wärst du uneitel genug, wenn du sagst, so, du beendest deine Fernsehkarriere, da gibt es ja zwei Wege, den Jan-Hofer-Weg oder den Stefan-Raab-Weg. Der eine taucht nirgendwo mehr auf, außer irgendwie wird von ProSieben noch irgendwie mühsam am Leben gehalten, so als wäre, dass er da die Chips als frisst. Legende, als Phantom. Als Legende. Aber ansonsten muss man sagen, mehr Konsequenz geht nicht. Also der taucht einfach nirgendwo mehr auf und da ziehe ich meinen Hut. Würdest du dir zutrauen, uneitel genug zu sein, zu sagen, du ziehst dich aus der Öffentlichkeit zurück und egal was passiert, egal wer den Mund aufmacht, egal wer nach dir ruft, egal wer will, dass du wieder ein Comeback feierst, wie vielleicht auch die Versuchung, dass du wie der Heiland zurückkommen könntest, kannst du dem allem widerstehen und sagen, nie wieder, raus, aus die Maus. Also es kommt auf mehrere Sachen an. Ich glaube wirklich nicht, könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, dass es jetzt meine Eitelkeit wäre, die mich da praktisch wieder zurückbringt, weil ich finde schon im Kleinen nichts schlimmer als eine riesen Verabschiedungsarie dazu machen, jedem noch fünfmal zu sagen, wann man sich wieder sieht und toll und super und Jacke an und tschüss und nochmal hier tschüss und nochmal da gedrückt und da nochmal eine Hand geschüttelt. Bei Halligalli haben wir das ganz subtil gemacht. Nein, ich sag jetzt nicht da, sondern ich sage jetzt im privaten Bereich, man ist zu Hause, da sitzen sechs Leute, man sagt den allen groß tschüss und toll, dass ihr da wart und bla bla bla, geht aus der Haustür und 3 Meter später merkt man, scheiße Handy liegen lassen und muss nochmal so blöd rein, sagen, ich bin's nochmal, sorry und so, nachdem man also gerade schon so ein riesen Gedöns darum gemacht hat, dass man jetzt geht. Das ist ja das im Kleinen, das finde ich schon scheiße. Das heißt also, es hängt sehr davon ab, mit was für einem Kavums ich mich dann irgendwann verabschiede. Da müsste ich mich dann dran messen lassen, wie peinlich das zurückkommen wäre. Und dann muss ich wirklich sagen, das kann ich jetzt noch nicht so richtig abschätzen. Ich könnte mir beides denken. Es könnte sein, dass ich wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr habe zu arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann mein Interesse am Arbeiten so stark verloren habe, dass ich es auch wirklich nicht mehr wiederfinde und mich überhaupt nichts dahin zieht mehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann gehe ich auch auf gar keinen Fall mehr irgendwo ins Fernsehen. Die einzige Sache, die mir da im Weg stehen könnte, vor so einem sauberen Cut, ist halt tatsächlich der Spaß an der Sache. Wenn ich an irgendetwas ganz großen Spaß habe und das damit einhergeht, dass man irgendwo wieder vor einer Kamera oder sowas stehen muss, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber bei null Bock, auch null Gefahr, dass ich dann noch irgendwie so austropfe. Naja, aber glaubt man als Promi, also das geht ja selbst uns Z-Promis wie Jakob und mir, wenn man nicht aufpasst, ne? Also man kriegt ja nach jedem Podcast mal gute Nachrichten, mal schlechte Nachrichten, aber das Instagram-Postfach ist voll mit Leuten, die dir die Meinung sagen. Und ich glaube, wenn man da nicht sehr aufpasst, dann nimmt man das auch alles 1:1 für bare Münze und denkt, wenn es dumm läuft, irgendwann, ah, Mensch, man ist ja der Liebling der Massen. Die Leute, die dürsten danach, dass sie irgendwie deine Meinung hören und so. Und ich glaube, das ist ganz extrem, wenn du... die Leute dürsten. Ja, wenn du zum Beispiel, du hast TV Total 100 Jahre gemacht. Ja. Und ich weiß auch so in den letzten Jahren, das war alles... Also das war jetzt nicht mehr die Sendung, wo alle Leute geschrieben haben jede Woche, Mensch, das ist ja der Kracher, man hat sich halt dran gewöhnt, das war immer da. In dem Moment, wo es aufhört, ist natürlich, da wird das alles ein bisschen in schönen Farben gesehen, was ja auch vollkommen okay ist. Und das wird irgendwie, wie wir immer bei Halligalli gesagt haben, auch, wir wollen es unbeschadet in den Schrank stellen. Und irgendwie, dass man so die Erinnerung daran hat, wie die Sendung mal war. Und ich glaube, dass man das ist doch extrem gefährlich, dass man, wenn man dann über Jahre, wie es auch bei Raab der Fall ist, immer wieder hört, dass man zurückkommen soll, der Sender ist nicht mehr dasselbe, seit der weg ist, wann kommt Raab und erlöst uns und, das ist doch super also schwer, da zu sagen, ich halte mich zurück. Ja, aber ich glaube tatsächlich da und ich habe da den Eindruck,
dass ihm wirklich die Arbeit an sich Spaß gemacht hat und ja. so. Und was ja viele Promis dann wieder zurückzieht, ist der ganze Kram drumherum. Und der war ihm ja immer schon scheißegal. Also der hatte nie Bock, außerhalb der einen Stunde, der im Fernsehen war, hatte er ja eigentlich nie Bock, ein Prominenter zu sein. Also das muss man ja mal sagen, das kann man über ganz wenige, kann man das ja sagen. Und dieser ganze andere Kram, der hat ihn ja eigentlich, glaube ich, mehr genervt. Und dieses, ich könnte mir vorstellen, diese Waage ist dann irgendwann nicht mehr gegeben, wenn man sagt, jetzt habe ich auch genug moderiert und jetzt reicht das auch mal. Und irgendwann, und das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, ob man so, das ist ja auch eine andere Form der Eitelkeit, ne? Also müsste ich mir dann auch die Frage stellen, ob ich da so in aller Öffentlichkeit verwelken will. Also, weil irgendwann freut man sich ja auch, wenn jetzt nicht jeder jeden Tag sieht, wie man jetzt schon wieder aussieht. Also so ab 60 wird man ja auch nicht mehr schöner. Also auch eine Eitelkeit zu sagen, ich bleib jetzt zu Hause. Und würdest du da allen Verlockungen widerstehen, allen Versuchen? Also jetzt stell dir vor, du bist jetzt schon seit 2 Jahren in der TV-Rente. Ja. Übrigens wäre dann wahrscheinlich die Überschrift, Häufer Umlauf, hier geht er in die TV-Rente. Und dann, ja, dann möchte man mit so einem Rollator noch irgendwo vom Lidl gefilmt werden. Und dann würde ein ultra verlockendes Angebot kommen, zum Beispiel vom Comedy-Preis, dass sie dir den Ehren-Comedy-Preis überreichen wollen. Was ist dann für das Lebenswerk als Legende? Den Ehren-Comedy-Preis, den will ich nicht haben, das kann ich jetzt was? Mal sagen. Den will ich nicht haben, egal ob ich da noch im Fernsehen bin oder nicht, den will ich sowieso nicht haben. Aber wir machen dann Standing Ovations, ja. Wir stehen dann da im Publikum genau. auf für dich. Und da wird 5 Minuten applaudiert. Ja. Und da denken wir nochmal dran, ja, genau. Wie du den Donut in die Stirn gespritzt hast. Ja, genau. Und dann überlegen oder wir nochmal, wer den Ehren-Comedy-Preis fürs Lebenswerk noch alles in seinen Schrank gestellt hat schon. Ne? Dann denke ich, oh, da stehe ich in einer Reihe mit Ingolf Lück. Ja, super. Das würdest ist ja toll. Du, wenn du jetzt schon 5 Jahre durchgehalten hättest, würdest du dann den Oscar ablehnen? Nee, Oscar würde ich holen, sofort. Okay. Nee, so einen richtigen Preis mir alles scheißegal, da komme ich sofort, ist völlig egal, was ich vorher erzählt habe. Genau, würdest Bambi, du Bambi ablehnen? Goldene Kamera, hast du schon. Nee, also jetzt, wir reden davon, dass mich das praktisch aus der Rente zurückholen genau, müsste, ne? Genau. Weil jetzt in meiner normalen Karriere nehme ich alles. Das ist ja klar. Jetzt, also aber zu dem Zeitpunkt, betonen. Wenn ich noch nicht offiziell Tschüss gesagt habe, nehme ich jeden Preis, völlig egal, was für einen. Mhm. Bambi jetzt. Bambi nehme ich. Nein, also es geht jetzt, ja darum, ne? Wenn du in der Rente wärst, würdest du für nein, den Bambi zurückkommen? Dann, nein, mit so einem Scheiß, nein, also mit so einem Preis würde ich, auf gar keinen Fall. Ich würde, für diese ganzen Sachen würde ich, das wäre für mich nicht reizvoll, überhaupt nicht. Frag würde mal nicht weiter, Jakob, nee, weil jeden Preis, den du nennst, sagt er so einen Scheiß und dann kriegen wir den nie wieder. Richtig, deswegen wollte ich auch abbrechen. Wieso, ich habe doch gesagt, in der aktiven Zeit finde ich das gut. Nur ich würde dafür jetzt nicht extra meine Decke von den Kriegen nehmen und sagen, jetzt marschieren wir nochmal los. Für den Grimme-Preis würde Klaas Häufer Umlauf zurückkommen. So, jetzt müssen wir aber ein Thema nochmal abschließen. Es geht um Jan Hofer und es geht um Kai Ebel, es geht um ihre Teilnahme bei Let's Dance. Ich möchte, dass wir jetzt nochmal klar formulieren und vielleicht hilft dieser Podcast auch als Plattform. Ich fordere Let's Dance-Verbot für Jan Hofer. Und möchte auch, bin auch bereit, gerne so zitiert zu werden. Also muss man jetzt nicht das Zitat mit mir klären. Jakob Lund fordert Let's Dance-Verbot für Jan Hofer. Und zwar einfach, finde ich, es ist so, Institutionen des Fernsehens, und da gehört Jan Hofer eben noch dazu, die gehören nicht in eine Quatschveranstaltung mit Tänzen und buntem Licht bei RTL. Also das ist ja ein sportlicher Wettbewerb, in dem viel geübt wird und der ein oder andere mal eine andere Seite von sich zeigen kann. Ich will nicht, dass Jan Hofer mit seinen Klumpfüßen da steppt, das will ich nicht sehen, das ist entwürdigend. Jan Hofer darf ausschließlich zu folgenden Sendungen gehen. Er darf in Drittprogrammen in Quiz-Sendungen auftauchen. Mhm. Und er ja, darf also das große Länderquiz, Schleswig-Holstein-Quiz. Ja, aber sowas. Er darf auch im SWR-Quiz der Tiere mit einem Pelikan auftreten. Das ist für mich in Ordnung. Er darf im ZDF auftreten, aber das ZDF finde ich fast schon zu cool und zu hip. Da muss man aufpassen und ich erwarte, dass egal wo Jan Hofer auftritt, der hat einen Anzug zu tragen. Jan, wirklich, ich hoffe, du hörst uns. Also auch nicht irgendwie so ein Businesshemd und eine schwarze Lederjacke und eine Krawatte. Anzugpflicht für Jan Hofer. Und ich möchte auch, dass die Bundesregierung mich da unterstützt in dem Unterfangen. Es geht doch um unsere deutschen Legenden. Wir können die doch nicht alle, wir sind alle mitschuldig. Wir sind alle mitschuldig, wenn wir es erlauben, dass Jan Hofer womöglich in Trainingsklamotten mit Ekaterina. Da steht es 5 vor Philipp Plein bei Jan Hofer. Exakt. Ich schwör's dir. Und wir sind alle mitschuldig, wenn wir erlauben, dass Jan Hofer in Trainingsklamotten mit Ekaterina Ea Novaska in den Einspielern von Let's Dance zu sehen ist.
Das darf nicht passieren. Deswegen, liebe HörerInnen von Baywatch Berlin, unterstützen Sie mich jetzt in dem Unterfangen, Jan Hofer davon abzuhalten, bei der aktuellen Staffel von Let's Dance mitzumachen. Jan Hofer kriegt absolutes Let's Dance-Verbot. So, und jetzt noch eine weitere Personal, die da in dem Zusammenhang überraschend ist, für den ich aber auch Let's Dance-Verbot fordere. Sorry, Kai Ebel. Ja? Jetzt wird man erstmal sagen, Kai Ebel, Mr. Boxengasse, er ist eigentlich der flamboyante, der bunteste Du kannst jetzt nicht Kai Ebel den Aufstieg versauen. Geht nun nicht. Nein. Ja, in euren einfachen Köpfen, da ist es natürlich selbstverständlich, dass jemand wie Kai Ebel, der immer so bunte Sachen trägt, dass der jetzt da auch bei Let's Dance sich zum Depp machen kann. Aber auch hier muss ich sagen, Kai Ebel ist eine der letzten Legenden und Institutionen des Privatfernsehens. Ist der Jan Hofer von RTL. Natürlich im bunteren Ein Sachen. Quatsch. Natürlich nein, ist nein, da nein, auch nein, die Lederhose ein bisschen Spack nein, Kai Ebel. Nein. Kai Ebel werde ich das nicht verbieten. Und ganz ehrlich, wenn Kai Ebel, das ist für alle, die jetzt nicht wissen, wer das ist, weil sie nie in der Boxen. Ja, es gibt auch ZuhörerInnen, die vielleicht nicht Formel 1 geguckt haben. Das ist jemand, der zieht sich an, sodass der Glöckler zu Hause den Fernseher abdreht und sagt, muss das sein. So, ich finde sogar, für den ist Let's Dance erfunden. Nein, ich sage euch jetzt warum. Kai Ebel hat für die Deutschen Michael Schumacher in die Wohnzimmer gebracht, hat ungefähr 7 Formel-1-Titel übertragen. Das war RTL, das war alles RTL. Kai Ebel war unser verlängerter Arm. Wenn wir uns gefragt haben, warum hat der Schumi sich in der Eau Rouge verbremst, dann hat Kai Ebel für uns diese Fragen gestellt. Kai Ebel ist ein Gigant der Fragenstellerei in der Formel-1-Szene. Und ich erwarte einfach, dass ich den nicht schwitzend, keuchend sehe mit irgendwelchen Let's-Dance-Tänzerinnen oder Tänzern. Ich sag dir mal mehrere Sachen jetzt, ne? A, hat der schon schwitzend und keuchend da irgendwo im Weg gestanden bei der Formel 1? In Bahrain, Klaas, in Bahrain. Schrei doch mal nicht so. Völlig egal. Völlig egal. So, und das ist ein sogenannter Paradiesvogel, der muss nicht mal den Sender wechseln und natürlich darf der das machen. Mhm. Und übrigens, ja, um seine Seriosität auch nochmal zu unterstreichen, du hast ihn auch mal persönlich kennengelernt, erinnere ich mich. Ne? Ja, richtig. Du warst ja sogar mal da. Und war das ein total seriöser Ausflug, den du da gemacht hast mit Joko Winterscheidt zur Formel 1? War das so ein ganz seriöser Ausflug, wie man sich das so vorstellt? So So öffentlich-rechtliche Stimmung war da wahrscheinlich, ne? Auch gerade nach dem Rennen. Ne? Wie war das denn da? Ist da eine gewisse Seriosität zu spüren gewesen, die ihn jetzt davon abhält, bei einem Unterhaltungsformat mitzumachen? Oder wurde da vielleicht schon an der Brücke Richtung Let's Dance gebaut inhaltlich? Wie war das denn bei der Formel 1 mit Joko und dir? Naja, also es war jetzt nicht so, wie wenn man auf Schalke einen Bergwerksbesuch macht. Mhm. Sondern wir haben ja Kai Ebel besucht in Monte Carlo in Monaco. Mhm. Und da sind wir sicher auch nicht mit dem Taxi angereist, sondern also schon wie mit dem Taxi. Im Helikopter aus Nizza sind wir dann zum Rennen. Also klar ist das jetzt kein Typ, der da mit dem Hackepeterbrötchen noch die Gurke zurechtdrückt, sondern wir haben schon im Café de Paris dann vorm Casino Krabbencocktail gegessen zusammen. Aber der Kai Ebel ist eben auch jemand, der ist ja eine schillernde Figur, das ist ja klar. Er gehört ja auch in diese Welt. Habt ihr auch getanzt, als ihr da bei der Formel 1 war? Der Kai Ebel ist eben, und das seht ihr nicht, ihr seht zwar den schillernden Kai Ebel, der gehört auch in diese Monte Carlo Welt. Mhm. Ich finde auch RTL sollte dafür sorgen, dass er dort leben kann, dass er da Teil des Stadtbilds ist. Aber er gehört eben nicht schwitzend nach Köln-Ossendorf auf so einen Fake-Holzboden, um da zu tanzen. Da gehört er nicht hin. Also, Legenden haben da nichts verloren. So einfach ist es. Natürlich gehört er da hin. Und ganz ehrlich, wenn du 40 Jahre Abgas eingeatmet hättest, dann wärst du auch froh, wenn du dir noch ein paar Tanzschritte merken kannst. Okay. Also Kai Ebel also sieht wirklich, nicht. Nee, bei Jan Hofer unterstütze ich dein Vorhaben komplett, auch diese bitte, ganzen anderen Verbote da und diese Regeln. Ja, ich unterstütze Jakob Lund in dem Bestreben, Jan Hofer Let's Dance Teilnahme zu verbieten und auch, dass überall einen Anzug tragen muss und dass er auch immer seinen Seitenscheitel noch hat, dass er sich kein Gel in die Haare machen darf. Stimmt, da war auch nicht. Gelverbot auch, ja. Und er darf auch eigentlich nur, er darf auch keine richtigen Sonnenbrillen tragen, sondern er muss seine normale Brille tragen, die selbsttönend ist, wenn die Sonne anfängt zu scheinen. Genau, er darf auch nicht die normale Brille gegen eine flippige Brille austauschen. Eine rote flippige Brille. Ist auch nicht erlaubt. Auch keine Oakleys. Kein Snowboard. Kein Snowboard für Jan Hofer. Ja. Ich überlege, an welchen Situationen darf man noch nicht hin? Aber darf kein Balenciaga. Für Jan Hofer kein Balenciaga. Balenciaga-Verbot. Darf er zu Jauch? So als, zumindest als Telefonjoker, geht klar. Und da hat er so ein Bild, so ein kleines Anzug. Aber im Anzug. Ohne Flipping, das ist okay. Ja, okay. Finde ich okay. Mhm. Aber er darf nicht in Jahresrückblick auf RTL. Nee.
Also da, das ist für dreibeinige Hunde und da hat Jan Hofer auch nichts verloren. Er hat Greenscreen-Verbot, bis auf, wenn irgendwer Bedeutendes stirbt. Stimmt. Also wenn man jetzt das zum Beispiel er, so, eine, so eine wirklich richtig würdevolle Sendung hat für einen, der tot ist oder so, irgendein bedeutsamer Mensch, da darf er dann auch vor einen Greenscreen, wenn es jetzt nicht darum geht zu sagen, irgendwie das, die besten Hits der 80er oder so. Sondern und halt, wenn irgendeiner, der was zu melden hatte, tot ist. Und er darf auch eigentlich nicht in der Sendung mit Kai Ebel sein. Das muss man auch nochmal sagen. Also ja, ihr habt mich überzeugt, wir zusammenfassen. Also Kai, wir wünschen alles Liebe, alles Gute bei Let's Dance. Du holst das Ding. Was gewinnt man da eigentlich? Goldenen Tanzschuh. Oder so, Sendezeit. Ne? Sendezeit. Muss man dann ins Dschungelcamp? Nee, also Kai Ebel darf nicht ins Dschungelcamp, da reicht's. Nee, aber vielleicht, also da muss man in die Verträge gucken. Vielleicht muss man mittlerweile Let's Dance gewinnen und dann kriegt man das goldene Ticket und das ist auf einmal im Dschungel, ne? Also wir wünschen Kai Ebel alles Liebe, alles Gute für Let's Dance. Wir werden das verfolgen. Jan Hofer wiederum absolut nicht. Eine Frage ist, wird man TV-Legende allein durchs Durchhalten? Absolut, ja. Ist also 40 Jahre im Fernsehen, zack, Legende. Egal, was es war. Nee. Nee, ja, doch. Würde ich jetzt nicht also sagen. Wenn du jetzt bei 9 Live warst, ne, und hast da irgendwie nee, das nicht stimmt. Dann ist man kein aber Leck. Sonst auf jedem anderen Sender würde ich behaupten, wenn du 40 Jahre da warst, bist du eine Legende. Nennt mir ein Gegenteil. Wenn jetzt Ingo Nommsen 40 Jahre Frühstücksfernsehen macht oder was der da macht, volle Kanne, Susanne. Irgendwas da. Ja. Legende. Ist er das? Ja, absolut. Schießen mir jetzt schon die Tränen ins Auge, wenn ich mir vorstelle, wie er dann in 40 Jahren die goldene Kamera da annimmt und ich dann wirklich auch mitgerissen aufstehe und wenn man sagt, er hat sie alle gehabt beim aber Müsli. Ich finde, man muss unterscheiden, man kann jetzt nicht jedem so einen Preis geben, man kann das ja machen wie in einem größeren Unternehmen, dass man einfach sagt, bestimmte Leute kriegen natürlich fürs Lebenswerk was. Von mir aus Ingo Nommsen kriegt fürs Lebenswerk, ist ja in Ordnung, das soll er kriegen. So, und dann Jahre, stehen doch alle auf. Volle Kanne Susanne, Ingo Nommsen. Und dann kriegt er das und alle stehen auf und wir heulen und so weiter. Klar. Aber es muss auch Prominente geben, die zwar auch 40 Jahre dabei waren, aber da läuft es halt wie in einer großen Fabrik, wo man dann einfach sagt, hier kriegst du jetzt einen Wurstkorb und man einen Händedruck vom Chef und man einfach sagt, toll, dass sie jetzt also immer noch hier sind fürs Lebenswerk. Goldene Kammer hat das jetzt nicht gereicht, weil auch der Zusammenschnitt ihrer großen Momente nun kürzer ausfallen würde als im Ablauf vorgesehen. Und deswegen kriegen sie hier einen Wurstkorb und wir bieten ihnen jetzt noch, das ist so die Wolfgang-Grupp-Mentalität, diese Trigema-Chefartigkeit, die ich damit hineinbringen würde, würde ich sagen, wir bieten jetzt auch noch ihrem Kind einen Ausbildungsplatz im Unternehmen an. Ja, dass man sagt, gut, also ihr Kind darf jetzt auch, sagen wir mal, auf einer ähnlichen Ebene wie Sie beim Fernsehen mitmachen. Aber mir fehlt da ein bisschen die Öffentlichkeit. Ich dachte, vielleicht kann man so die Parkbänke in unserem Land einfach so eine Plakette bestücken mit all denen, wo es für die ARD-Gala nicht gereicht hat. Das ist gut. Aber ist das nicht die deutscheste Preisverleihung aller Zeiten, dass wir eine große Show aufziehen, die aber so ganz sachlich ist und auch so ganz reduziert geleuchtet und da werden wirklich nur Leute nach Jahren im Fernsehen ausgezeichnet. Auch alphabetische Reihenfolge. Ja. Und dann kommt eben die Klaas gerade beschrieben haben, also vielleicht zum Beispiel Daniel Aminate wird dann eher einen Wurstkorb kriegen und die Parkbank. Ja, Klaas, wie enttäuscht wärst du, wenn du aufhörst und die sagen einfach nur, okay. Jut. Ja, das wäre natürlich nicht gut. Leute, also, das ich ist höre ja auf. Jut. Gut, ja, okay. Ist in Ordnung. Mhm. Denn alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, Leute, so ich wollte euch sagen, sein. Dem heutigen Tag, ich höre auf. Jo, okay. Ja, das muss man dann, also es gibt Karrieren, die beendet man lieber nicht, wenn an dem Tag noch ein wichtiges Fußballspiel ist, weil bei Twitter dann was anderes los ist. Das stimmt. Das stimmt, soll immer beachten. Ja, da muss man auch mal gucken, wann man stirbt. Dass man wirklich, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich möchte bitte mindestens 24 Stunden in den Trends sein. Ich möchte nicht nach 6 Stunden nicht abgelöst werden von VfB Stuttgart gegen ich weiß nicht wen. Ja, aber keine Chance, 24 Stunden in den Trends. Ja, ist unmöglich. Ja. Werbung. Dumm wie ich bin, habe ich mir privat einen Readly-Account zugelegt, obwohl ich natürlich da anrufen könnte und gesagt, Moment mal, über Readly haben wir doch schon mal im Podcast gesprochen. Warum kriege ich das als Prominenter denn nicht umsonst? Ja, weil ich zu blöd bin, weil ich so scharf drauf war, das zu haben, dass ich nicht abgewartet habe, ob mir das vielleicht jemand umsonst gibt, sondern ich habe und ich habe es aber auch nicht bereut, muss man auf der anderen Seite sagen, einen ganz normalen Readly-Account. Weiß gar nicht, was es kostet, nicht so viel auf jeden Fall, vor allen Dingen nicht für das, was man da kriegt. Also, was ist das eigentlich, über das ich da spreche? Das ist eine App, durch die man in der Lage ist, ganz viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften zu lesen und zwar online natürlich, in der App, auf dem Handy oder auf dem iPad geht das. Das funktioniert ganz hervorragend. Es gibt eine große Auswahl von verschiedensten Magazinen. Man muss das nicht mehr irgendwie überall mit hinschleppen, sondern man hat es halt einfach dabei und man kommt irgendwie auch mal
ja insofern auf andere Gedanken, als dass man natürlich durch diese riesengroße Auswahl ganz andere Zeitschriften liest. Also es ist eigentlich ein bisschen wie im Kiosk stehen und mal da reinblättern und hier reinblättern, nur dass man im Kiosk irgendwann von Apu rausgeschmissen wird. Das kennt ihr von den Simpsons. Das passiert eben bei Readly nicht. Da kann man sich irgendwie auch mal was angucken, was man sich jetzt vielleicht einzeln gar nicht gekauft hätte und feststellen, huch, interessiert mich. Das ist mir zumindest passiert und ich bleibe da wirklich hängen wie sonst wirklich nur in einer Bahnhofsbuchhandlung, wenn ich Sachen lese, die ich aber nicht kaufen mag, weil ich zu geizig bin. Mehr als 5000 Magazine weltweit, jetzt auch neu dabei die Bild, die BZ, die Welt. 9,99 € im Monat, keine zusätzlichen Kosten, keine Abo-Falle. Und das Krasse ist, und da sagt der Sparfuchs Hallo, es gibt auch einen Familien-Account. Also man kann bis zu 5 Profilen anlegen, wenn ihr versteht. Für die Familie natürlich. Für die Familie, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann sind aus 9,99 € ist das ja 5 Profile, da kann man es ja selbst errechnen, was das im Monat kostet. Für unbegrenzte Zeitschriften auf dem Handy. Und dann könnt ihr direkt losstarten, den Rolling Stone lesen. Die Autobild zum Beispiel, die Welt, all das, jeden Tag so viel ihr möchtet. War es das schon? Nein, extra für Baywatch Berlin-Zuhörer. 2 Monate für nur 1,99 €, inklusive 5 Profilen. Und unter readly.com/Baywatch Berlin kann man sich da anmelden und für 2 Monate nur 1,99 € zahlen. Ist das was? Ja, wenn das nix ist, Leute. Ja, klar ist das was. Ab in die Shownotes, da könnt ihr euch nochmal genau da alle Links und allen Gedöns gibt's da. Werbung Ende. Ich habe auch noch eine Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten. Oh, heute löchert ihr mich ja. Ja, die Frage wollte ich ihr mir wollt eigentlich... Ja, ihr wollt ja eine Menge wissen heute. Ja, die wollte ich mir eigentlich aufsparen für nächste Woche, aber sie passt thematisch einfach zu gut. Und zwar, okay. Klar, es ist auch ein Mix aus Gewissensfrage und Frage an den Prominenten. Du musst eine der folgenden TV-Sendungen moderieren, sonst darfst du selber nie wieder im Fernsehen auftreten. Also das heißt, du musst eine ankreuzen, die muss moderiert werden und sonst fliegst du aus dem Fernsehen raus. Für immer. Oder einmal. Du musst die einmalig moderieren, aber unironisch. Ja. So. Oh. Moderierst du A, Take Me Out. Moderierst du B, Die Übertragung des närrischen Treibens in Köln. Live im WDR. Gott. Oder die Sendung, noch heißt sie Mario Barth deckt auf, hieße dann Klaas-Häufer Umlauf deckt auf. Und du müsstest da auch zwei Einspieler beisteuern, einen vom Flughafen und einen von so einer Brücke ins Nichts. Das ist so eine halbfertig gebaute Autobahnbrücke. Sehr teure Brücke. Ja. Also sicher. Den kostet 2 Millionen, geht ins Nichts. Ja, Mario. Danke für den Beitrag. Hier, haben sie wieder rausgeschmissen. In die Toilette, das Geld. Oh, Mario, richtig. Sehr gut. Ja, 2 Stunden später ist man dann ganz beseelt. Sollen sie mal lieber, statt hier so halbe Brücken zu bauen, sollen sie mal lieber meine Kita eröffnen oder so. Genau. Oder das Geld mal zu den Leuten bringen, die nichts haben. Anstatt hier irgendwelche Beton hier zu kaufen und das aufzuschütten, weil sie Angst haben, dass sie dann nächstes Jahr weniger Geld kriegen fürs Budget. Nee, aber das, also wir wollen nicht spotten, das ist eine hochkomplexe Sendung für viele, die sich fragen, wie wird die gemacht? Also Journalismus. Man guckt einfach ins Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler und dann fährt man hin und dreht da. Ja. Also, welche Sendung? Und dann muss man sich dahin schon sagen, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das wirklich mal, ich war da mal nah dran, bevor Klaas die Frage beantworten muss. Ja. Aber in meiner Heimatstadt Homburg war mal, da wurden irgendwelche Machenschaften im Rathaus aufgedeckt. Ja. Und dann ist Mario Barth, hat da jemand hingeschickt. Und zwar, ich glaube, Ingo Appelt. Und da konnte man so schön sehen, weil man jede Örtlichkeit kennt, weil man weiß, wie das Rathaus aussieht, wie es da drin ist und so, wie viel Mühe die sich machen. Und Ingo Appelt ist vor das Rathaus gefahren und hat gesagt, dass da drin ganz schön viel Klüngelei ist. Ui. Und der Bürgermeister und dies und das. Und dann ist er aus irgendeinem Grund noch zu einem Schrottplatz gefahren, hat da auf dem Parkplatz gestanden und hat auch nochmal gesagt, hier ist auch Klüngelei. Und dann war das der Beitrag. Ui. Also die haben mit niemandem gesprochen. Das war einfach, der stand einfach. Die haben einfach die Häuser gezeigt, in denen was Schlimmes passiert. Ja, die standen einfach nur vor dem abgeranzten Rathaus da und haben einfach nur das anmoderiert. Also was denkst du, Zeitaufwand? Eine halbe Stunde. Aber dafür fährt der ins tiefste Saarland. Da buchen die ein Kamerateam aus Köln, wo die im schlimmsten Fall ist wahrscheinlich noch so ein Abend vorher schon angereist, hat da geschlafen und so. Ja, ja. Ja, im Hotel Euler. Und dann steht er da vor dem Parkplatz rum, ne, vor dem Rathaus und sagt, hier ist ganz schön Klingelei. Ja.
Und dann schütteln sie alle den Kopf und dann fließt wieder Geld da in die Toilette dabei. So. Welche Sendung, Klaas? Ja, gut. Übrigens, für alle Zuhörer, die vielleicht mit den Sendungen noch nicht so vertraut sind, werde ich sie nochmal kurz im Schnelldurchlauf vorstellen. Also Take Me Out wird moderiert. Das alles. Ich habe auch noch eine Frage an den Prominenten. Legende, eigentlich auch kurz vor der goldenen Hände fürs Lebenswerk. Und dort sieht man junge Frauen oder jeweils rotierend junge Männer, die wiederum verkuppelt werden sollen. Was immer toll ist, dann gibt es immer einen Einspieler und da stellt sich dann der Typ oder die Frau vor, die dann an eine Reihe von Frauen verkuppelt werden könnte. Und die Frauen oder Männer müssen immer den Buzzer drücken, wenn sie raus sind aus dem Spiel. Und wenn er dann so sagt, ich habe drei Katzen, pff, pff, finde ich eklig, weißt du? Dann hauen die, oder ja, deswegen stinkt ja alles. In meiner Freizeit liebe ich Knoblauch, pff, raus, ne? Oder ich suche eine große Frau, pff, so. Und so funktioniert das und am Ende bleiben wenig übrig und können dann sich mit dem treffen. Ansonsten, WDR-Karnevalsübertragung wäre sicher machbar, aber da gehört auch alles dazu, was zu so einer Übertragung gehört, Klaas. Also du müsstest schalten live, wenn der Räuber oder der Höhner, wenn sie um 11.11 Uhr dann das närrische Treiben losgeht, da wärst du live dabei, du müsstest so einen kleinen Hut tragen und aber so ein in dem Moment, ich mach das Näschen. Ja nicht, also ich du mach's wärst ja nicht auf der aus, Straße und im Kommentar zu sehen. Ja, warte. Ich muss ja dann nicht, weil der Kölner Karneval ist ja das eine, aber es gibt ja dann noch diese ganzen Drecksumzüge irgendwo anders. Da. Also der Kölner Karneval ist ja wirklich das Original wenigstens, ja, wo dann wirklich auch mal die Höhner sind. Oder ja. Dräuber. Oder die, ich weiß nicht, wie die alle heißen, ja? Henning Krautmacher. So, Höhner, und ja. Die. Ja, sehr, genau, der Sänger. Und dann sind die ja dabei. Das ist ja wenigstens nochmal der Originalumzug. Aber selbst in Braunschweig machen die ja sowas. Oder irgendwo an Cottbus, da irgendwelche Dinger. Und das Cottbuser wird ja immer tragischer. Also, und dann diese Übertragung, diese meistens dann noch so leicht rassistische Kabarettisten, die dann noch irgendwie so als Herrenwitze auch in Mundart, das ist ja sowieso das allerletzte, in Mundart-Comedy oder Annegret Kramp-Karrenbauer verkleidet sich als Putzfrau und macht Witze über die Latte Macchiato-Fraktion. So als hätte sie das Wort Latte Macchiato gestern zum ersten Mal gehört, nachdem es 15 Jahre jeder Provinzler schon sagt. Und will jetzt praktisch die Leute erheitern mit Witze über Leute, die einen speziellen Kaffee trinken. Ich hasse sowas. So, aber ich guck's mir an, jetzt? Stundenlang. Ja, klasse. Take Me Out, Karneval oder... Was war das dritte? Oh, Take Me Out ist auch furchtbar. Willkommen bei Klaas vom Glauben. Deckt auf. Ja, deckt auf. Also ich decke auf keinen Fall irgendwas auf. Auf keinen du willst nichts aufdecken? Nein. Keine Lust, kann was nicht aufzudecken? Würde ich nicht machen. Das kann ich nicht. Das wäre, das könnte ich aber nicht. Aber den da oben mal so richtig ans Bein pissen? Richtig, dem mal eine ganz lange Nase zeigen. Nee, das könnte ich nicht. Das Sprachrohr des kleinen Mannes? Ja. Ja. Also gut, nehmen wir raus. Nur noch. Nee, das geht raus. Das soll der machen und tut mir leid, das ist mir einfach. Take Me Out aber die versus Kölner Karneval. Kann ich auch nicht machen. Das ist so richtig, weißt du, so wenn man sich so, man ist so am Flughafen oder sowas und da sitzt dann so ein leicht angesoffener Kegelverein schon, die so vor lauter Aufregung schon morgens um 8 den ersten Piccolo geköpft haben und dann irgendwie so sehr gut drauf sind und zu jeder kleinen Sache, die sie umgibt, fällt ihnen noch ein witziger Spruch ein, nicht weil es wirklich witzig ist und nicht weil sie also lustig sind, sondern weil sie so unglaublich vorfreudig auf den Urlaub sind und so fröhlich und so ein bisschen auch nervös, ob das wohl alles klappt mit dieser Flugreise nach, ich weiß nicht, Mallorca, dass die also so aufgedreht sind, dass sie die ganze Zeit sich ihre Fröhlichkeit gegenseitig beweisen wollen, indem sie witzige Sachen sagen, leider nur komplett ohne Pointen. Und so ist es ja auch, diese Stimmung, die herrscht eigentlich da bei Take Me Out. Das ist ein richtig aufgescheuchter Haufen, egal ob es die Männer oder die Frauen sind, die da in der großen Reihe steht. Es herrscht eigentlich immer dieselbe Stimmung da. Und die kann ich schwer ertragen. Also was wird's denn jetzt? Ja. Ich glaube, ich würde mir so ein kleines Filzhütchen aufsetzen, würde mir irgendwie ein Herzchen auf die Wange malen, ja. Dann würde ich mir von irgendwem da noch die Krawatte abschneiden lassen, die mache ich mir dann um und dann übertrage ich da den Karneval und dann kommt irgendwie der Kindertanzverein so und so. Aus Solingen. Dann sind meistens da sind meistens dann auch noch so ein paar ältere Herren, so um die 60, die auch aus irgendeinem Turnverein, die dann auch einen Wagen stellen, haben dann so einen Knochen in den Haaren zum Beispiel und sind dann so irgendwie exotisch verkleidet und so weiter, finden nichts dabei. Das müsste man dann alles stumm ertragen, oder wie?
Naja, aber auch so die 60-Jährigen mit so, die so ganz verrückte Bärte haben aus Solingen. Der Bartclub aus Solingen, hier ist er wieder mit ganz schönen Weihen. Da haben sie das alles schön. Ja, und es gibt also welche, die haben so blaue, also ganz kleine Brillen, aber so aus blauem Plastik. Ja, ja. Also so, und es gibt auch dieses, wie heißt das denn noch, das, ich fand als Kind das immer so wahnsinnig witzig, die waren da so bekannt, da, die heißen, oh, wie heißen die denn noch, irgendwie so ein Orchester, so ein witziges Orchester, wo so ein Typ einen Kanarienvogel auf der Brille hatte. Der hatte eine Brille auf. Das ist wirklich sehr gut. Der hatte eine Brille auf und an dem Brillenbügel war praktisch so ein Plastikkanarienvogel in Originalgröße drauf. Und die haben so ein witziges Comedy-Orchester gemacht. Boah, ich komme nicht drauf. Die waren in den 80er, 90er Jahren, waren die extrem beliebt und waren andauernd im Fernsehen zu sehen. Und immer, wenn ich die irgendwo gesehen habe, bin ich ausgerastet vor Freude. Und ich muss eigentlich auch sagen, ich kann am unironischsten, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, den Karnevalsumzug kommentieren, weil ich eigentlich aha, Karneval-Fan bin. Wenn ich mir jetzt so eine Brille kaufe mit so einem Kanarienvogel an, befreit mich das im Arbeitsleben vor jedem Gag. Also muss ich nie wieder einen Witz machen, weil ja, der Witz ist ja schon an der Brille du dran. Du lieferst den schon extern an. Also möchte ich dich bestärken, Schmitti. Glaubt dir, wird es stehen? Naja, also. Sollen wir dir das kaufen, Klasse? Fresh ins neue Jahr. Ja, sollen wir dir das kaufen? Ja, mach doch mal. Aber du trägst sie dann auch? Ja. Nicht, dass du die deine Judo-Sachen nach einer Woche wieder in den Schrank wirfst, ne? Die wir dir gekauft haben. Ne? Oder dein Badminton-Set, was Klaas und ich extra da. Alles haben wir gekauft fürs Badminton. Der Schläger hat 100 Euro gekostet. Liegt da in der Ecke. Mach also ich. Würdest du tragen? Ja. Du lügst ja, wenn nee, du das. Nee. Hast du das gehört, Klaas? Die heißen das Schauorchester Ungelenk. So heißen die. Und das sieht man da auch die Brille? Ungelenk. Ja. Ja, das ist ja herrlich. Der Typ sieht aus wie so ein, wie heißt er noch von der Kommune 1 hier, der durchgeknallte? Langhans, genau. Die Rainer Langhans auf irgendwie LSD mit einer dicken Brille auf und an der Brille dieser weiße Kanarienvogel. Schauorchester und geleckt. Warum fand ich das denn witzig, ey? Du lachst ja immer noch. Das ist aber schon auch, also ist schon eine verrückte Truppe, muss man sagen. Ich überlege, ob ich dem WDR folgendes Konzept pitche, dass die im Grunde ein Best-of machen. Also, dass jeder Wagen ist aus einem anderen Jahr, der letzten Jahr, weil Karneval ist ja abgesagt. Und dann übertragen die den Zug trotzdem. Wir lassen uns das Feiern nicht verbieten, aber zu Hause. Und dann gucken wir nochmal, weißt du, im letzten Jahr, dann ist immer jeder Schnitt ist ein Wagen aus einem anderen Jahr. Und Klaas auf Umlauf könnte das ja übertragen. Ich darf das gar nicht, ich bin ja exklusiv bei ProSieben. Wenn ich vertraglich verpflichtet, sowas nicht machen zu dürfen. Das geht nicht. Ich darf das gar nicht beim WDR machen. Nee, das geht nicht, das verbieten die. Und ganz ehrlich, ich verstehe das auch, ne? Die bezahlen da, dass ich da nicht irgendwo anders sowas moderiere. Willst du eine Legende werden? Willst du irgendwann mal deine ARD-Gala? Dann geh mal besser zum WDR und mach das. Ach so, da muss man dann durch oder was? Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt 30 Jahre mache, dann gibt es am Ende auch nur einen Wurstkorb. Das stimmt. So, wir haben noch eine kleine Hausmitteilung, so heißt es immer beim Spiegel, ne? Stopp. Bevor du jetzt hier anfängst, irgendwie den Feierabend einzuhalten, ne? Weil das riecht schon danach. Ich lasse euch nicht gehen, ohne eure Meinung zu Clubhouse abzufragen. Ah, stimmt, wollte ich auch noch. Und das inklusive Klaas. Ganz kurz, um die Zuschauer und die Zuhörer abzuholen, Zuhörerinnen. Clubhouse, eine neue Social-Media-Plattform, die in unserer Podcast-Pause auf einmal aufgeploppt ist. Und es gab, auf einmal wurde das Hype-Beast Nummer 1. Jeder, der sich irgendwie für einen Influencer hält oder für irgendwo mal ein bisschen Prominenz, hat eine Einladung bekommen, wurde dann von anderen Prominenten oder meistens Paul Ripke eingeladen, in dieses Clubhouse zu gehen. Und dort, nur von Paul Ripke. Meistens nur von Paul Ripke. Und das funktioniert wie folgt. Es ist im Grunde eine komplette Audio-Plattform, also nichts Video, keine Bilder verschicken, nichts, sondern man hört nur. Man kann dort sogenannte Rooms eröffnen, Clubrooms eröffnen. Und das funktioniert dann im Grunde wie eine Podiumsdiskussion. Also ich mache einen Clubroom auf zum Thema Serienkiller, ja oder nein. Und dann kann man als Speaker da seine Meinung kundtun, auch mit anderen diskutieren. Und eine gewisse Anzahl, ich glaube bis 5000 Leute, können dir dabei zuhören.
Und das ist natürlich wie wenn so das neue Facebook erstrahlt und irgendwie nochmal ein neues Instagram da auftaucht. So diesen Spirit hatte das in den ersten Tagen. Und ich fand, und da nehme ich schon mein Urteil so ein bisschen vorweg, ich fand es so wahnsinnig spannend, wie viele Leute auch aus dem Prominentenkreis so ihre Chance gewittert haben, jetzt ganz vorne dabei zu sein, wenn da so eine neue Social-Media-Plattform entsteht. Die haben vielleicht Da habe ich ein Wort gelernt. Ja. Da habe ich ein Wort gelernt, was genau dazu passt, Thomas. Und zwar heißt das Bubble FOMO. Ja, also FOMO heißt Fear. Unsere ganze Bubble hatte Fear of Missing Out. Es gab praktisch in einer Bubble, zu der also offenbar kuriose Leute gehören, wie du ja gleich noch berichten wirst, wer da alles da rumschleicht. Es gab ein enorm, habe ich so eine Nachricht gekriegt, es gibt enorm Bubble FOMO. Ich noch nie gehört vorher. Es war nur interessant zu sehen, dass es nicht die üblichen Verdächtigen waren, die waren natürlich auch alle da, inklusive uns, muss man ja sagen. Also wir nehmen uns da nicht raus, wir können da jetzt nicht irgendwie mit dem Finger auf die zeigen, machen wir trotzdem. Es waren eher die Leute, die wirklich bis dato noch nicht so aufgefallen sind als Meinungsführer in den sozialen Medien, die gar nicht schnell genug so einen Clubroom eröffnen könnten und sagen können, das ist hier mein Raum, hier hört mir zu, hört mir Tag und Nacht zu, jeden Tag, wir machen um 19 Uhr, machen wir das, um 20 Uhr machen wir das. Also die haben sich ganz, ganz schnell positioniert. Die wollten vorn dabei sein, nicht hinterherlaufen. Na, ich bin auch so schon durch alle Aggregatzustände gegangen, weil ich am Anfang extrem schnell, hast du mich durch deine Einladung schon super süchtig gemacht, da war ich richtig fasziniert von den Räumen und war mir auch begeistert von der Idee. Dann war ich wirklich tagelang mega krass abgefuckt und da gab es ein Diskussionsforum, was unser lieber Kollege Peter Wittkamp aufgemacht hat. Da ging es eigentlich darum, wie man, glaube ich, dass man Fragen stellen kann an ihn als Gag-Autoren. Und es sollte wahrscheinlich so ein bisschen eine Plattform sein, um etwas über den Beruf zu erfahren und so weiter. Und da hat sich eine Diskussion über Humor entsponnen, die so unwitzig war, von ganz vielen Leuten aus unserer Branche, die eigentlich mit Humor ihr Geld verdienen. Und es war so trocken und so durchdacht und so langweilig, dass ich gesagt habe, was ist das für ein gottloser Ort? Und da wollte ich das Ding löschen und mich abmelden und hatte die Schnauze voll. Und fast am nächsten Tag oder zwei Tage später gab es eine Diskussion, die dann auch in den Medien war in dieser Woche, wir haben heute Dienstag, also letzten Tagen in den Medien war, um Ministerpräsident Bodo Ramelow, der zuvor am Tag in einem Raum zwei, drei Zitate von sich gegeben hat, die dann wiederum einen Trubel ausgelöst haben. Nämlich einmal hat er zugegeben in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo es um die Corona-Maßnahmen geht, unter anderem mit der Kanzlerin, dass er da Candy Crush spielt, 10 Level. Und er hat Angela Merkel das Merkelchen genannt. Und er hat noch eine angeblich anzügliche Bemerkung zu Bill Kaulitz oder Tom Kaulitz gemacht. Mhm. Und das war in einem Raum, der hieß irgendwie Trash Talk. Und es ging eigentlich um Trash TV und da hat er sich dazu hinreißen lassen. Und der wiederum war am nächsten Tag. Was wollte der denn da überhaupt? Der wiederum war am nächsten Tag dann Gast in einer Diskussion, wieder Mediendiskussion, unter anderem dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, mit Paul Ronsheimer stellvertretend Chefredakteur der Bild-Zeitung und Kurt Schnippen, der früher beim Spiegel war. Also eine Journalistenrunde, die ihn dann nochmal dazu befragt haben und auch mit ihm ins Gespräch kommen wollten, weil auch der Journalist da war, der den ersten Artikel darüber geschrieben hat, nämlich in der Welt am Sonntag. Und der Ramelow, es war schon 23.30 Uhr, hatte einen richtigen Hals, war richtig stinksauer, dass aus dieser Runde, wo er mit jungen Leuten über Quatsch geredet hat und auch salopp war in der Sprache, dass da jetzt draus ohne seine Freigabe in einem Artikel zitiert wird. Ganz ohne und seine Freigabe ihn, von ihn, Clubhouse abgeschrieben. Für ihn ist war verrückt. Das ein geschützter Raum und es war die Frage, ist das ein geschützter Raum? Wie kommt man auf die Idee, dass das ein geschützter Raum ist? Wenn da 5000 Leute zuhören. Ach, richtig. Ja, natürlich nicht. Ja. Also so, es gibt glaube ich, die Nutzungsbedingungen oder was auch immer da diese Statuten da bei Clubhouse heißt irgendwie, dass man also offiziell daraus nicht zitieren oder abschreiben soll und so oder darf oder keine Ahnung. Aber es ist natürlich, wenn du dich auf dem Marktplatz auf eine Apfelsinenkiste stellst und das Merkelchen sagst und sagst, wie viel Level Candy Crush du schaffst, während über Corona-Maßnahmen diskutiert wird, dann, dass du dich dann darüber wunderst, dass das einer hört, ist natürlich völlig verrückt. Und ob das nun tatsächlich auf dem Marktplatz stattfindet oder im Internet, wo die Leute eben auf viel praktischere Art und Weise zuhören können und auch wirklich jedes Wort verstehen und sich das auch alles schön merken können, weil sie eben nicht mit der Einkaufstüte in der Hand mal so ein bisschen was hören, sondern einfach ganz normal deine Zuhörer sind, da kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass das nicht offiziell, man muss glaube ich dazu sagen, dass auch andere Journalisten, die in dieser Reihe waren, dass er sich also
auch anders noch geäußert hat. Also er hat auch gesagt, dass er natürlich ernst nimmt und das alles, also er ist ja jetzt nicht von heute auf morgen ein Politiker, dem das alles scheißegal ist. Das stimmt ja auch so nicht. Darüber hat er sich wahrscheinlich geärgert, dass dann die ganzen Male, die er gesagt hat, wie ernst das ist und wie wichtig die das nehmen, dass er das dann eben nicht sagt und dass das jetzt keine komplette Ignoranz ist, die er damit da in diesen Konferenzen an den Tag legen will. Ja klar, aber er muss ja auch wissen, wie Zeitungen funktionieren und wie sowas funktioniert. Natürlich wird es verkürzt auf die eine lustige Sache, die natürlich für sich gesehen erstmal respektlos wirkt. Und das nicht zu checken, das finde ich eigentlich, das ist die eigentliche Sache daran. Also ich finde, das sagt viel mehr über ihn als Politiker, der in der Gegenwart zu Hause sein muss. Dass er das nicht kapiert, das zeigt mir was über seine Auffassungsgabe. Aber um es mal wieder zurück auch zu bringen zu dem Medium Clubhouse, das da neu kommt und bei dem man sich jetzt immer so tapsige kleine Schritte vorwagt, was geht, was nicht. Da wird man jetzt in den nächsten Tagen immer noch mehr Fälle haben, wo Leute wirklich darüber stolpern, dass sie nicht merken, dass das eine öffentliche Veranstaltung ist und nicht ihre private Telco. Wobei man halt auch sagen muss, nur um das nochmal klar zu machen, das war eben das Spannende an dieser Runde, dass Ramelow für sich nochmal deutlich gemacht hat, das war ein anderthalbstündiges Gespräch und er hat das in einem ganz anderen Kontext gesagt, wie er jetzt als der, in dem er jetzt zitiert wird, nämlich sich eigentlich über die Bild-Zeitung aufgeregt, dass die ganze Zeit live twittern zu einer Ministerpräsidentenkonferenz, die eine geheime Konferenz ist und hat eigentlich gesagt, das könnte man direkt bei Clubhouse machen und dann könnte man, und so kam das Zitat, das merke ich ihn ja direkt auf die Bühne bringen. Und es war eigentlich eine Kritik an der Bild-Zeitung. Und so konnte er dann nochmal auch in dieser Runde diese Zitate ins Verhältnis setzen und man konnte mehr verstehen, wie es dazu kam. Unabhängig davon, dass es natürlich eine gewisse Naivität ist, sich da so aufzuhalten und sich so zu äußern. Aber das Tolle an Clubhouse, und deswegen war ich wieder fasziniert, war, dass du um 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr eigentlich eine Talkshow hattest, die spannender war als alles, was es bisher im Fernsehen gibt und gab, weil die Zusammensetzung der Leute völlig, heute wird man modern sagen, random ist und es eben genauso vom Bodo Ramelow über den Typ vom Spiegel geht bis hin zu jemand, der eigentlich was weiß ich, Sneaker verkauft im Online-Geschäft und der eben auch nochmal seine Meinung sagt. Und das, finde ich, ist gerade die große Stärke und die Frage ist wahrscheinlich, wie lange das noch so sein kann. Aber man kann ja auch, sagen wir mal, Themen, die man jetzt nicht unbedingt besprechen will, da kann man ja auch von den ganz, ganz Großen dieses Landes lernen. Gerhard Schröder war auch auf Clubhouse und wurde dann gefragt, wie das jetzt mit Russland alles so ist und Nawalny und überhaupt Gazprom, Putin, läuft das alles gut? Und daraufhin hat er gesagt, also erstmal also über private Sachen, wie seine Arbeit, möchte er natürlich nicht reden. Über private Sachen ist hier nicht, das ist hier nicht der Raum für private Sachen. Also da im Aufsichtsrat, wenn ich da privat im Aufsichtsrat sitze, muss ich doch hier nicht darüber reden. Das ist ja nun überhaupt keine politische Angelegenheit. Und deswegen hat er gesagt, möge die Dame sich mal besser was anderes aussuchen. Mal ein anderes Thema. Und dann wurde das halt nicht besprochen. Dann redet man eher wieder darüber, ob er wieder irgendwie in der Trainingshose zu Hause gekocht hat. Ich bin da genauso wie wahrscheinlich ihr auch so ein bisschen hinhergerissen. Ich sehe ein, was daran spannend ist. Und es ist natürlich, wenn so ein großes neues Medium und egal wie, es wird sich festsetzen. Ich glaube, es wird so auf der Höhe von Twitter langfristig mitfahren. Das ist natürlich spannend, wenn sowas entsteht und man das ausprobiert und so die Möglichkeiten auslotet. Da kann man natürlich auch, konnte man überlegen, macht man Live-Podcast da? Ist das irgendwas, vielleicht auch was Podcast irgendwann mal ablöst? Die Fragen stellen sich ja alles so, gerade in den ersten Tagen. Und ich glaube, so man sieht, wie schnell man davon süchtig werden kann. Es ist wirklich möglich, das beweisen manche Leute. Ich gucke auf dich, Max Bierhals, die da wirklich 24 Stunden sind und immer senden. Und gleichzeitig glaube ich auch, wir werden es erleben und ich hoffe, dass wir da nicht selber in diese Falle tappen, dass sich da so viele Leute um Kopf und Kragen reden werden, die irgendwie diesen Live-Moment gemixt mit Fragen, die unerwartet und naja, einfach sagen wir mal, ungeskriptet dazukommen, den man nicht absehen kann und vielleicht auch nicht die perfekte Antwort, die geschliffene Antwort parat hat, da werden wir Legenden fallen sehen in naher Zukunft. Das ist natürlich auch wieder spannend. Also was ich auch finde, ist, was ein bisschen blöd ist, ist, man ist ja da nicht immer als Speaker, sondern man will ja auch ganz viel nur zuhören. Ja. Also ich zumindest, ne? Ich will ja gar nicht da reden, sondern ich will da zuhören, wie andere reden. Wie der Wolf bei der unendlichen Geschichte. So sitze ich da in den Klapprühren. Ja, genau. Und dann sieht man ja aber immer, wer da zuhört. Und mir kommt es dann immer so vor, als würde ich so weird an der Ecke stehen und irgendwelche Leute beobachten.
Und ich möchte aber eigentlich gar nicht, dass die sehen, dass ich dazuhöre. Ja, das ist, als wäre es so eine große Podiumsdiskussion in irgendwie in der Dorfkneipe. Und man schleicht sich so durch den Hintereingang und lugt so rein. Ja, ich kann mich da aber nicht reinschleichen, weil ich ein Blaulicht auf dem Kopf habe. Das muss man vielleicht auch nochmal erklären, weil aktuell können es ja nur iPhone-Besitzer benutzen. Wenn man dort angemeldet ist, dann ist man mit seiner SIM-Karte eben im Grunde oder seiner Telefonnummer angemeldet. Und dann gibt man einmal seinen richtigen Namen ein und dann ist man eben so angemeldet. Man kann sich nicht irgendeinen verrückten Nickname aussuchen, sondern man sieht wirklich jeden, der da in der Gruppe ist. Und wenn Gerd Schröder sich gerade was anhört, Tinder oder Instagram, wo kann man heiße Schnitten besser anquatschen, dann sieht das jeder. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das einfach so beim Kochen mal laufen lässt. Es gibt auch ganz Pfiffige, wie unser Kollege Joko Winterscheid, die geben sich einen Tarnnamen und die nennen sich dann Zhao Valdemos und lernen dann erst wenige Stunden später, dass man das nicht wieder rückgängig machen kann. Nee, vor allen Dingen, das Allercleverste finde ich ja, weil bei Jokos Tarnidentität auf Clubhouse finde ich ja, dass er zwar einen Tarnnamen hat, aber kein Tarnfoto, sondern er hat praktisch, also schon für Leute, die also sehr, sehr schwach sind mit den Augen, die kann er vielleicht noch hinter die Fichte führen. Aber sieht man ja an dem Bild, wer er ist, weil er ja prominent ist. Ich war live dabei bei diesem Intelligenzverbrechen, das Joko da in dem Moment gemacht hat. Das würde er auch so unterschreiben. Es war nämlich wie folgt. Er wollte, ich habe ihm gesagt, da ist ein sehr, sehr spannender Raum. Da gab es hatte mit dem Thema Medien zu tun und es ging so ein bisschen. Ja, es war ein spannender Raum. Und ich habe dann Joko Bescheid gegeben, dass er doch bitte mal in diesen Raum kommen möge, weil das sehr, sehr spannend ist, was da geredet wurde. Und dann meinte er zu Recht, er kann da, wenn er da auftaucht mit seinem Namen, dann ist er sofort da im Fokus und wird da auf die virtuelle Bühne gerufen. Und deswegen hat er gesagt, so, ich nenne mich um. Und ich habe ihn noch gewarnt. Ich habe noch gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass man den Namen nicht mehr rückgängig machen kann. Ach Quatsch, Schmitti, ich mach das jetzt. Und dann hat er gesagt, dann ist es halt so, hat er mir zurückgeschrieben, hat es umgeändert und seitdem heißt er, ich glaube bis heute noch, Joao Valdemos. Herzlichen Glückwunsch. Das war ein sehr guter Tarnname auch. Warum hat er sich nicht gleich Pocahontas genannt? Also man muss sagen, peinliche Nummer, dieses Clubhouse. Und uns kann man heute Dienstag hören, zusammen mit Joko Winterscheid werden wir ein wenig das Ramp-Up, sagen wir Medienprofis. Ne? Jawohl. Also den Countdown zu Wer steht mir die Show, was nämlich heute Dienstagabend wird. Ja, weil ihr habt das letzte Woche, habt ihr das während der Show gemacht und das ist natürlich dumm, Quatsch. Ja. Also Second Screen funktioniert natürlich nicht, wenn man reden muss. Ja, aber also das nervt ja auch beim Fernsehen gucken, wenn einer die ganze Zeit redet. Aber du musst da über die Grenze treten, Klaas. Das ist doch, also die Kids von heute, die sind auch, die können das. Die können das hören, die können das sehen, die sehen, gleichzeitig wird noch getwittert, bei Instagram was gepostet. Ja, das kann ich ja nachvollziehen. Man versteht doch, da kannst du doch noch so alles gleichzeitig können. Wenn einer redet, kann man nicht verstehen, wenn noch einer redet. Das hat doch mit der Generation nichts zu tun. Die haben doch nicht jetzt, denen ist doch nicht noch ein drittes Ohr gewachsen jetzt der aktuellen Generation. Ach, das kriegen die hin. Nein, das Experiment ist ja auch abgeblasen. Also wir haben da die ganze Sendung durchgequasselt und ich muss sagen, es macht auch Spaß, macht auch ehrlich gesagt, und das muss man offen sagen, es macht auch als Redner da Spaß, wenn es irgendwie um ein Thema geht, bei dem man sich auskennt und irgendwie mit Leuten, Echsen. Ja, mit Echsen. gibt's da Reptilien-Fans, die du da schon connected hast? Oder hast du deine Rollenspieler da auch schon alle invited? Ach, du glaubst es nicht. Ne? Ja, habt ihr dann so, der Raum heißt dann die Schenke und da trefft ihr euch dann und trinkt Met. Wollen wir so wirklich 2021 weitermachen? Yes. Ja! Yes! Yeah. Wollen wir! Apropos Hausmeldung, wollte ich eben schon sagen, Hausmitteilung. Für Leute, wir haben gerade über das Hören und Sehen gleichzeitig gesprochen, man kann jetzt auch ein neues Cover sehen. Ne? Also wir haben ja wirklich, wir haben da wirklich jeden Stein zweimal umgedreht, alles refurbished, fresh gemacht. Ja. Richtigen Frühjahrsputz. Ja, ne? Halt mal kurz dein Maul. Also, ich möchte es nochmal zur Diskussion geben. Wir waren uns ja einig, dass es ganz schön wäre, wenn man nach dieser kleinen Pause auch nochmal ein bisschen überprüft und wie du sagst, nochmal durchfeudelt. Ja, Update. Und so ein kleines Update und so ein bisschen die Leute erfreuen. Und dann haben wir uns ganz schnell geeinigt, dass Klaas hatte den tollen, großzügigen Vorschlag. Er sagt, Mensch, wieso machen wir das Bild nicht ein wenig größer? Richtig. Das finde ich auch fair, weil wir labern da jetzt ja ein Jahr mit und so. Ja, dass man also mal alles schön sehen kann. Was sieht man da drauf? Ja, man sieht erstmal drei wohlgeratene Herren. Drei nette, sympathische Herren. Ist das so?
Man sieht jetzt, man sieht, ich glaube, wie viel Prozent sieht man mehr? 30% sieht man mehr vom Bild. Ja, 30%. Also es hätte ja eigentlich gereicht, dass man uns beide auch mal sieht. Das auch, sieht, weil, man sieht natürlich das bleiben doch. Wir im Hintergrund. Ja, aber ist ja klar. So ein bisschen, ich weiß, worauf er anspielt. Ich weiß, worauf, Jakob, ich weiß, worauf er anspielt. Was denn? Ich will, sehe nein, das Problem er hat den scheiß Button auf meine Fresse geklebt. Jakob, ich weiß, was ein er will. Button er regt sich, nein, pass auf, er regt sich darüber auf, dass, ich habe jetzt auch gerade gerätselt, was er nun wollen könnte. Und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass es das sein muss. Wir haben wie da jetzt, doch so meint er den Infobutton oder was? Worum wir haben so einen Infobutton da drauf gemacht. Ja, wir haben so einen Infobutton gemacht, dass die Leute sich das auch nochmal genauer anschauen, das Cover, damit sie sich eben an der Neuheit des Covers erfreuen. Warum ist der auf meiner Fresse gelandet? Also war das rein ästhetisch, weil das so Wes Anderson hat der Grafiker, dem habe ich gesagt, mach alles weg, was scheiße aussieht, und dann hat er das halt gemacht. Also ich habe nicht explizit gesagt, mach über sein Gesicht, sondern ich habe gesagt, mach das schön, habe ich gesagt. Aber können wir das nicht mal nochmal irgendwo anders hinrutschen? Schmitty, du weißt selber, wie diese Prozesse sind. Da ist ein Grafiker, der hat da monatelang getüftelt und gemacht. Es ist doch wirklich auch jetzt nicht, was wir jetzt mal so über Nacht eben da so ein Informationsbutton umschieben. Also wo denkst du denn hin? Sag mal, wusstet ihr davon, dass der Grafiker, oder also sagen wir mal so, habt ihr dem Grafiker gesagt, dass es da am schönsten wäre? Schmitty, wir haben dem Grafiker gesagt, er soll seine Arbeit machen und den Leuten den Informationsbutton nicht vorenthalten. Und pass auf, wir haben gesagt, wir wollen das Cover größer machen und informativer. Und es soll natürlich, und ich habe dem jetzt nicht genau, ich sag doch auch dem Schuster nicht, wie er meine Schuhe reparieren soll. Also ich sag einfach dem Grafiker, mach deine Arbeit, und mein Wunsch wäre, dass es schöner aussieht als vorher. Und da hat er halt getan, was möglich ist. Und warum wird das, also da gab es ja bestimmt auch noch so Abnahmeschleifen, die habe ich irgendwie verpennt. Also irgendwie habe ich nie eine Meldung gekriegt auf dem Handy, hier, schau mal das Cover, das so könnte es aussehen. Du musst mal rauskommen aus deiner Top-Down-Management-Kultur, der Abnahme. Der Grafiker, der macht seinen Job und dann wird das so genommen. Also man muss doch jetzt nicht überall hier wieder die Pyramide einführen, hier wie vor 100 Jahren, sagen hier, der Chef hat aber gesagt, wir müssen das noch abnehmen. Der wird ja wohl besser wissen, was grafisch State of the Art ist, als jetzt wir. Wir haben doch einen ganz anderen Beruf. Was sollen wir denn da jetzt abnehmen? Bist du Grafiker, Schmitty, oder wie? Nee, aber ich... Bist Grafiker geworden, über Nacht, oder? Dann hätten wir dir da nochmal das Projekt zuschicken, dass du da nochmal die Farben da richtig reindrehst, total, oder was? Total, ja. Sonst macht der Apfelmülleimer Apfelmülleimer, Also jetzt mal wirklich, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich halte euch ja, ihr seid ja intelligent genug, dass ihr schon irgendwo, da zuckt es ja irgendwie im linken Bein, wenn ihr seht, da ist ein Button über meine Fresse geklebt. Und dann ich wette, ihr habt euch da gegenseitig dieses Cover, das wurde euch nämlich sicher vorgelegt zur Abnahme, wahrscheinlich hier an Klaas, schick's weiter an deine Kollegen, dann hast du es auch weitergeschickt, aber an Jakob, hat gesagt, so ist es perfekt. Lass mal so machen. Da weißt du ja ganz genau, dass gerade in meinem E-Mail-Postfach ist ganz viele Mails sind davon Grafikern, die mir was zur Abnahme schicken. Das ist ja mein ganz normaler Alltag. Ja. Ist ja logisch, weiß, und sage ich zu ihm, du, meinst du, dass das so gut sei und so, und dann gibt's dann, gerade ich, auch mit Farben bin ich ja auch so toll. Ne? Also ich weiß. Klasse, wir müssen eine andere Strategie fahren, weil du siehst ja, der Schmitty, den regt es wahnsinnig auf. Ich möchte kurz, Schmitty, du fährst jetzt nochmal fort, was dich ärgert, und ich mach's jetzt einmal wie im Call. Ja, also da ist ein Button auf meiner Fresse gelandet. Da ist also ein Button auf Ihrer Fresse. Richtig. Mhm. Ja. Mhm. Kann man da was machen? Ist das so gewollt? Ist das irgendwie gut? Finden Sie das ästhetisch? Ob es so ästhetisch ist. Ja, ich höre auch, dass Sie wütend sind. Ja, bin ich. Sie sind unglücklich, dass da jetzt was auf Ihrem Gesicht ist, ein Button. Mhm. Ja. Also wir haben gesagt, 30% mehr Cover ist schön und gut. Also können wir auch mal ein bisschen aus dem Schatten rausrücken und auch mal sagen, so hier Mama, guck mal, ich bin jetzt auch auf dem Cover. Ich habe dir versprochen, früher oder später ist es soweit. Jetzt ist es soweit und jetzt ist da dieser Button drauf. Ja, das ist ärgerlich. Verstehen wir, dass es für Sie ärgerlich ist. Das ist eine ärgerliche Erfahrung. Ja, kann ich da mal mit Ihrem Chef sprechen? Nee, ist nicht möglich. Doch, Klaas. Es ist nicht möglich. Es ist eine ärgerliche Erfahrung. Geben Sie mir mal Klaas. Klaas, bitte. Hallo? Ja. Ja. Klaas, wie konnte dieser Button auf meiner Fresse landen? Ach, ist doch wurscht. Eure Kacke da. So, jetzt lass da einfach beenden, dann war das eine okaye Folge. Lediglich ein kleiner Button. Ein Button. Also, ein Buttylein. So, pass auf. Ich habe noch was anderes jetzt. Und zwar habe ich eine Idee für Jakob. Ich habe letztens an dich denken müssen, Jakob.
Und ich möchte, dass du jetzt nicht auf Gedeih und Verderb, weil man weiß ja auch nicht, wie lange dir da noch was einfällt, dass du jetzt immer beim Fernsehen bleiben musst. Und du hast ja schon so ein paar Sachen ausprobiert in deinem Leben und das hat nicht alles immer direkt super funktioniert. Ne? Ja, stimmt, ja. Also, ne, und es kann ja auch sein, dass du irgendwann mal sagst, du möchtest vielleicht was anderes machen als Fernsehen. Mhm. Und da möchte ich dir einfach auch so, ja, eigentlich ab jetzt, aber natürlich auch bis ins Alter hinaus eine Perspektive bieten, weil ich musste letztens an dich denken. Bist du Leser der Wochenzeitschrift Die Zeit? Hin und wieder, gelegentlich. Ja, hin und wieder, genau. Ich habe jetzt eine Beilage gesehen und da musste ich an dich denken. Die Zeit macht nämlich was Verrücktes, wo man erstmal denkt, was, warum macht das eine Zeitung? Ja, die haben irgendeine Kooperation und es gibt sogenannte Zeitreisen. Haha, geht natürlich nicht um Zeitreisen, sondern es geht um Reisen, die organisiert werden vom, weiß ich nicht, Reisebüro der Zeit, von dem offiziellen Partner oder von denen selber oder so. Ja, und da gibt es also jetzt, das ist so eine Art Kreuzfahrt für ein bisschen cleverere Leute, ja. Also nicht mit den Assis da irgendwie aufs AI. Clubschiff und da Saufen und Aquajogging, sondern das sind also, ist dann mal eine historische Windjammer zum Beispiel und da gehen dann so feine Architekten, die machen dann da auch Urlaub mit anderen Rentnern und so weiter, aber die fahren dann mal so an der Küste, an der Amalfi-Küste entlang oder ist sonst was. Ist das was für unser Kaffee-Arschloch hier? Und da hast du mich gedacht. Das wäre was für unser Kaffee-Arschloch, weil, nein, es gibt einen Job da. Es gibt nämlich dort, und da liest man sich so durch, wo die langfahren, wie lange das dauert, was das kostet und so. Mhm. Und dann wird das so ganz herrlich beschrieben, was die überhaupt da machen. Und man denkt, ah, das ist ja toll, das klingt ja richtig nach absoluter Ruhe. Abends läuft ein bisschen Jazz beim tollen Essen und ansonsten wird man nicht belästigt. Und man hat eine Zeitreisebegleitung und das sind teilweise dieselben Leute, die dann so verschiedene Trips übers Jahr machen. Und da muss man also was können, was dann auch ein bisschen zur Reise passt und die Leute aber nicht zu sehr belästigen. Und der heißt dann zum Beispiel Herr Dr. Wolfgang so und so und der hält dann an Bord dieser historischen Windjammer Genussvorträge. Das ist also jemand, der ganz viel Ahnung hat, zum Beispiel von Olivenöl und Wein. Und da kann man das Genusspaket buchen, wenn man da Bock hat mitzufahren. Und dann kriegst du dann da irgendwie so und so viel Wein jeden Tag, so und so viel Olivenöl. Und irgend so ein Doktor, schieß mich tot, erzählt dir dann abends eine Stunde lang was über Öl und Wein und über das schöne Leben. Das heißt, du kannst die mit deiner ganzen Kaffeescheiße da voll labern. Und die interessieren sich alle dafür. Ja. Die können auch nicht weg, weil die sind auf einem Boot. Das ist wie Clubhouse. Das ist auf einem Boot und abends kommen, Clubhouse-Handlung, die kommen zu dir und du kannst dann über die schönsten Themen, die du jemals, und habe ich weitergeguckt, was es da noch gibt. Ja, ne? Was denn? Da gibt es, und da gibt es zum Beispiel eine große Reise, das ist dann ein bisschen größer und ein bisschen heftiger ausgestattet, ja, und da fragt man sich auch, also wer dafür Geld ausgibt, da fahren die mit der Queen Mary 2 nach New York. Boah, das ist was für mich. Ja, und dann gibt es aber unten verschiedene Aktivitäten, an denen man teilnehmen kann. Zum Beispiel fährt da mit Sabine Rückert. Ach, vom Zeit-Podcast, und Sabine Rückert, vom Verbrechen-Podcast. Ja, also ich stelle es mir so vor, also ich weiß nicht genau, was sie machen, aber ich denke, die Queen Mary 2 fährt dann da los, da die Titanic-Route nochmal hinterher und unten erzählt Sabine Rückert was über Mord und Totschlag. Ich weiß es nicht, wie sich Intellektuelle so im Urlaub vergnügen, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und da kommen dann noch 3-4 andere Leute von der Zeit und halten dann ihrem Ressort oder ihrer Profession entsprechend irgendwelche Vorträge. Man kann dann mit denen labern oder auch voll gelabert werden. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil des Jobs. Und da frage ich mich, das ist doch eine kuriose Erfindung. Sollen wir das auch machen mit der Florida? Nee, ist das vielleicht Summer Priest 2 in diesem Jahr? Wir machen ein Clubschiff und dann labern wir da ein bisschen und dann fahren wir mit Kai Pirinha über den großen Teich. Oh ja, mit der Queen Mary 2 und Baywatch nach New York. Ja, können wir eigentlich machen, ja. Aber ist das nicht, also als ich das so gelesen habe, dachte ich, es ist doch komisch, oder? Da fahren die da hin und dann ist Sabine Rückert und irgendwie 3 andere Leute und dann, wie gesagt, gibt es den Vortrag und dann kommt ja die eigentliche Arbeit ist ja, dass man auf so einem Schiff dann wirklich nur in der Kajüte seine Ruhe hat. Sobald man dann die Tür aufmacht, ist man ja der Star an Bord und man wird vollgelabert von den Rentnern, die da ziellos übers Schiff laufen den ganzen Tag. Okay. Also dafür fährst du halt mit dem Schiff darum. Würdest du das machen wollen? Ist das was für dich, Jakob? Habe ich da was Tolles für dich erspäht? Gibt dir das ein bisschen Lebensmut, also, dass du dich da hinarbeiten kannst? Das ist zum ersten Mal eine Perspektive, wo ich jetzt eigentlich am liebsten sofort hier den Exit-Hebel ziehen würde, um da eigentlich als Genussexperte anzuheuern. Ich frage mich jetzt nur, was ich nicht ganz verstanden habe. Muss ich dafür bei der Zeit Journalist sein oder kann ich einfach sagen, hallo, ich bin's, Genussexperte Lund?
Exakt, genau. Das ist halt so sowas, das ist ja nicht, ist ja wie Heilpraktiker. Das kann erstmal jeder sein. Genussexperte, also gerne trinken, gerne teurer, fressen, ist natürlich eine tolle Voraussetzung. Genau. Und du musst natürlich dich auskennen. Du kannst auch über deine Brotkruste da reden, ja? Oder die ganzen Müll, den hier keiner hören, ja, will, den kannst du da im Sommer rauslassen. Auch über Pralinen? Kannst uns damit in, ja, über Pralinen kannst du da bestimmt auch reden. Du musst wahrscheinlich so eine Genussreise machen über die Seine oder so, weißt du, dass, ja, du dann wie so in dem Film Schokolade mit Juliette Binoche, oh, der ist kannst auch lecker, du dann also so ein bisschen über die Patisserie das ist ein lecker sowas, ja? Film. Und da dachte ich, das wäre ja toll, weil du uns dann auch mit deiner, mit deinen ganzen komischen, dieser fiese Kaffee, den du da immer mitbringst, dass, na, du uns damit jetzt in Ruhe lässt, ja, und wirklich im Sommer einmal auf so ein Schiff gehst, wo so andere perverse Essensfans dann dir auch dann zuhören und ihr könnt das in so einem geschlossenen, in sich geschlossenen Ökosystem, könnt ihr das dann da alleine machen. Ja. Also was, wie ihr mich da unterstützen könntet, ist erstens, dass ihr mich jetzt vielleicht für die, in der nächsten Folge nur Genussexperte Lund anspricht, mhm, und dass ich vielleicht in der nächsten Folge mal was zum Genießen mitbringe und praktisch an, nein, euch üben, nein, nein, kann. Moment, das hast du falsch verstanden. An euch verstanden. Üben das hast du kann, falsch verstanden. Wie man richtiger Genussexperte ist und dass ihr mir vielleicht wertvolle Tipps gebt, wie ich praktisch mein Genussexperten-Dasein noch ausbaue. Also ich würde es einmal... Das ist aber damit das Mindeste, dass ihr mich, ja, unterstützen tut. Halt dein Maul mal eben. Das, ich würde das jetzt einmal durchgehen lassen, dass du das hier nochmal von mir aus nochmal üben kannst, die große Generalprobe. Okay. Und dann ist für immer Schluss... Aber diesen, ich will auch diesen, so einen eigenen Jingle Essen mir machen. Essen und Trinken Gequatsche hier. Nee, ich möchte nicht, das kannst du sonst, kannst du bei Clubhouse einen Raum eröffnen, von mir ist auch ein ganzes Haus, und dann kannst du jedem da den Leuten was erzählen und so. Ich möchte aber, dass du, und da zeige ich dir jetzt hier schon mal, ich verbiet's dir nicht einfach, sondern ich sag hier, da hast du eine Alternative. Ich bin da wie ein gnädiger Vater, der sagt, nicht hier, aber da kannst du es machen. Ich hätte einen Vorschlag, also er kann's ja nächste Woche, kann er uns da mal auf die Nerven gehen, 5 Minuten mit seinem Kaffee. Und danach, wenn du das dann weitermachen willst, dann sagen wir einfach immer, wenn der Podcast beendet ist, gehen Klaas und ich raus und dann kannst du da noch 3 Minuten was erzählen vom Kaffee. Das ist halt einfach, was ihr nicht versteht, ist, Klaas, du hast das richtige Bild bemüht. Es ist wie der Vater, der sagt, da drüben, das ist wie so eine Wand, auf der man sprühen darf. Ich will aber auf die S-Bahn sprühen. Und ich sag mal, so kampflos gebe ich hier nicht auf. Also ich werde nächste Woche, werde ich hier eine fette Rubrik produzieren, werde da mal so richtiges, so ein Jingle, dass die Leute von der Zeit im Grunde erotisiert sind, weil sich dem nicht entziehen können, diesem intellektuellen Genuss, den ich da als Jingle produzieren werde. Und dann werde ich euch hier mal einen Genuss vorstellen. Und dann werdet ihr sagen können, ob ich da als Experte tauge oder nicht. Na, da freuen wir uns schon. Ja. Wirklich. Da freuen wir uns. Ich habe noch eine Sache, die ist ganz kurz, ja, jetzt zum Ende. Ich habe, wie gesagt, ja viele Serien geguckt und so, und da ist mir auch wieder bewusst geworden, wie sehr ich Serienfiguren bewundere dafür, dass sie immer telefonieren und ohne Tschüss zu sagen auflegen. Niemals sagt irgendjemand, ja gut, okay, dann lass uns doch morgen nochmal quatschen oder ich schreibe dir eine SMS. Also tschüss, mach's gut, Gruß an die Frau. Das passiert nie. Nie. Sondern die sagen so, 17 Uhr, klick. Und können wir mal den Podcast heute einfach auf die Art und Weise beenden. Das finde ich gut. Ja, weißt du, wie wir das machen? Und zwar ohne, dass wir so richtig Tschüss sagen, sondern ich würde einfach einen Satz praktisch als letztes Ding hier hinstellen, ja, in dem Podcast, über den man dann mal so nachdenken kann. Hui. Mhm. Und zwar ist das ein Satz, also Stichwort soziales Medium für Anfänger. Der Mann meiner Mutter, der war jetzt eine Zeit lang alleine zu Hause und hat da also so alles dann alleine machen müssen. Und er wollte irgendwas rauskriegen, auch mit seinem Handy, und hat dann, und das ist hier der letzte Satz des dieswöchigen Podcasts, hat dann den schönen Satz gesagt, ich gehe jetzt auf WhatsApp, aber da kommt nichts. Da mal drüber nachdenken. Baywatch Berlin wurde euch präsentiert von O2. Sehr gutes Netz zum sehr guten Preis. Baywatch Berlin. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.